Ja, von unserer Seite herzlich willkommen zum ersten Roundtable im neuen Jahr 2022. Und vielen Dank an Frau Löffler, Frau Sylvie Löffner von Carl Zeiss Digital Innovation, die heute Abend einen spannenden Vortrag halten wird mit dem Thema im Themenbereich Strategie und Innovation. Also gefühlt seit 11, 12 Jahren, seit wir unsere Peter Drucker Society Veranstaltung durchführen, gefühlt jede zweite Veranstaltung beschäftigt sich mit dem Thema Innovation. Wie treiben wir sie voran? Wie beteiligen wir die Mitarbeiter bei den Innovationsprozessen und Strategieprozessen? Wie entsteht eine Unternehmenskultur in den Veränderungen? Und wie entstehen neue Entwicklungen? Wie werden sie selbstverständlich? Ja, das ist auch heute wieder unser Thema. Und Herr Grimm wird gleich Frau Löffler noch mal kurz vorstellen. Herzlich willkommen, Frau Löffler, Sie alle. Und wir freuen uns auf den Abend heute mit Ihnen und eine spannende Diskussion. Ja, Winfried, vielen herzlichen Dank. Ich möchte gerne kurz noch auf eine Sache hinweisen. Und zwar haben wir ja im Herbst, im November, im abgelaufenen Jahr unsere Peter Drucker Summit abgehalten. Und die Sylvie Löffler holt heute praktisch, ist dankbar, dankbarerweise bin ich dankbar, wir dankbar dafür, heute ihren Beitrag nach vom Summit, der damals nicht möglich war. Und ich möchte gerne an der Stelle auch nochmal darauf verweisen, Sie sehen nochmal auf dem Bildschirm einen QR-Code, wo Sie auf die Homepage von dem Summit kommen, wo wir fast alle Beiträge nochmal per YouTube Video zur Verfügung stellen. Das heißt, wenn Sie nochmal zurückblicken wollen auf das Summit oder das vielleicht gar nicht wahrgenommen haben, können Sie hier jetzt den QR-Code einscannen und kommen so direkt auf die Homepage. Genau, so viel dazu. Dann zum heutigen Abend. Wir haben sowohl auf dem Peter Drucker Summit als auch wenn wir im Infokontext diskutieren, sehr oft das Wort Transformation gehört in letzter Zeit. Das ist natürlich was, wo wir, sagen wir, in den Unternehmen uns arg damit beschäftigen, nach einer langen Zeit, nach einer langen, starken operativen Zeit, wo wir uns wahrscheinlich nicht so sehr damit beschäftigt haben oder viele nicht so sehr damit beschäftigt haben, sind wir jetzt wieder in dem Thema dran. Und da freut es uns ganz besonders, dass wir jemanden mit der Frau Löffler haben, mit der Sylvie Löffler haben, die auf einen ganz starken Erfahrungsschatz, auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen kann, weil sie nämlich schon sehr, sehr lange mit ihrer Firma, die Carl Zeiss Digital Innovations, die früher aber Saxonia Systems bis 2020, wenn ich es jetzt gerade recht im Kopf habe, hieß, und die sich schon 2010, meine ich habe es jetzt gerade alles aus dem Kopf und da habe ich die Bitte, Frau Löffler, Sie dürfen nachher gerne korrigieren, wenn ich es jetzt falsch im Kopf habe, schon seit 2010, wo die Finanzkrise in die, sag mal, in die Software-Halbleiter, damals Schwerpunkt Halbleiter-Thematik, übergegriffen hat, in die Krise gekommen ist mit der Organisation und schon damals die Agilität in die Strategie, in die Strategieentwicklung und Strategieumsetzung getragen hat. Und das ist natürlich ein wahnsinniger Erfahrungsschatz, der jetzt, sagen wir, über 10, 12 Jahre sich da aufgebaut hat, wo wir uns, sagen wir, heute die Chance haben, daran teilzuhaben, was wirklich außerordentlich spannend sicherlich wird. Ich möchte Sie bitten, wenn Sie zwischendurch Fragen haben, nein, Entschuldigung, jetzt muss ich noch einen kleinen Schritt zurück, und zwar die Frau Löffler natürlich vorstellen. Die Sylvie Löffler, die schon sehr lange in dem Unternehmen ist, hat 2010 diesen Prozess mit initiiert, kommt ursprünglich aus der IT, aus der IT-Beratung, kennt demnach auch die Agilität, kennt daher das Thema Agilität von früher schon, hat so dem Unternehmen geholfen, mit ihrem Wissen in die Strategie das voranzutragen und ist seit fast 10 Jahren jetzt Strategy Officer, heißt es dann, die Rolle in der Organisation und treibt diesen Prozess maßgeblich voran. Genau, jetzt das noch kurz das zum Ablauf. Wir hören jetzt die Geschichte von der Frau Löffler. Ich nenne das an der Stelle einfach mal so. Und ich möchte Sie bitten, wenn Sie Fragen haben, Sie können einfach den Arm heben, die Hand heben. Ich werde es im Blick haben. Genauso Ihre Fragen einfach im Chat niederschreiben. Und wir gucken, dass wir die dann zwischendurch unterbringen, beziehungsweise am Ende auch noch mal einen Teil für die Diskussion haben. So, ich hoffe, Sie haben die Mentimeter-Umfrage, die Frage ausgefüllt. Und Hermann, ich würde dich jetzt kurz bitten, den Bildschirm zu teilen,
dass wir vielleicht das erste Ergebnis sehen können und damit dann auch an die Sylvie Löffler übergeben, mit, glaube ich, einem ganz, ganz spannenden Überblick mal, was sie mit der Transformation als Teilnehmer verbinden. Also, Sylvie Löffler, vielen herzlichen Dank für den Abend schon mal vorher im Vornherein. Und ich wünsche uns allen ganz viel Spaß. Ja, guten Abend auch von meiner Seite. Sehen wir jetzt den Bildschirm über die, ja, mit dieser Workcloud. Sylvie, darf ich an dich übergeben zur Interpretation, was die Herausforderungen der Teilnehmer in der Veränderung sind. Ja, erstmal schönen guten Abend und danke für die tolle Einleitung schon. Du hast schon eigentlich unsere ganze Geschichte erzählt. Insofern, also eigentlich war die Umfrage, ich sag mal, an einer anderen Stelle geplant, aber ist okay. Glaube ich, etwas später im Vortrag, aber ich glaube schon schön, dass wir das jetzt schon sehen, was so Ihre Erfahrungen sind mit und Ihre Herausforderungen im Rahmen der Veränderung. Da lese ich sehr, sehr viele Sachen, die uns die letzten, ja, jetzt schon fast 22 Jahre auch schon beschäftigen. Und ja, vielleicht kann ich an der einen oder anderen Stelle unsere Erfahrungen mit Ihnen teilen, wie wir das gemacht haben, wie wir bestimmte Dinge an Herausforderungen, die wir auch hatten, angegangen sind, wie wir Mitarbeiter beteiligt haben, wie wir einen Top-Down-Ansatz fahren, wie wir führen, wie wir das mit Zielen vielleicht auch tun, wie wir Transparenz schaffen im Unternehmen und was sich da so an unterschiedlichsten Erfolgsfaktoren so die letzten, ja, 12 Jahre entwickelt hat. Das würde ich sehr, sehr gern mit Ihnen teilen. Deswegen auch toll, dass Sie schon Ihre Erfahrungen mit uns oder mir jetzt auch geteilt haben. Ich würde sehr, sehr gern ja, auf das eine oder andere, vielleicht können wir das auch zu einem späteren Zeitpunkt nochmal einblenden, auch am Ende, vielleicht dann auch auf das als Basis nehmen, um eine Diskussion gemeinsam, einen Austausch zu führen. Zu Ihren Erfahrungen, haben Sie Antworten gefunden? Haben Sie vielleicht Impulse mitgenommen? Haben Sie Impulse, Ideen mitnehmen können, wie Sie vielleicht jetzt in Ihrem Unternehmen Dinge angehen oder einfach noch Dinge hinterfragen? Wir haben ja dann auch vielleicht noch zwei, ja, Themen, wo wir etwas tiefer einsteigen können. Ja, insofern würde ich das jetzt gerne erstmal so stehen lassen. Sie können weiter Ihre Herausforderungen da auch eingeben. Und ich würde mal zu meinem Vortrag jetzt switchen. Ich würde jetzt einsteigen, wenn Sie Fragen haben. Es ist immer auch schön, schon zwischendurch Fragen zu beantworten, wenn Fragen sind, dass man da an der relevanten Stelle direkt schon Fragen beantworten kann und schon Dinge vielleicht auflösen kann. Wie schon angekündigt von Johannes und Herrn Grimm, würde ich heute gern was zu unserer Geschichte, zu unserer Reise der Veränderung erzählen. Wie haben wir uns aus einer Krise sozusagen herausgearbeitet, sukzessive, Step by Step, ganz iterativ, mit kleinen Veränderungsschritten, denke auch sehr, sehr nachhaltig und sehr vielen, ja, positiven wie negativen Erfahrungen, die wir machen mussten, aber aus denen sich dennoch sehr, sehr viele positive Sachen entwickelt haben, nämlich genau ja, Erfolgsfaktoren, Bestandteile unseres aktiven oder aktuellen Strategieframeworks, wie wir sozusagen die PS auf die Straße bekommen, wie wir Dinge umsetzen, wie wir miteinander zusammenarbeiten, was unsere Kultur ausmacht. Es sind sehr, sehr viele Sachen über die letzten 12 Jahre entstanden, die uns jetzt doch wieder erfolgreich machen haben lassen. Aber das war ein langer Weg und ein doch, ja, schon ein sehr beschwerlicher Weg. Wie angesprochen, uns gibt es seit kurz nach der Wende als Saxonia Computertechnik GbR und dann als Saxonia Systemik GmbH. Und kurz vor der Dotcom-Krise haben wir uns in eine kleine AG verwandelt und wollten eigentlich in den USA oder generell noch an die Börse gehen, haben auch ein Unternehmen in den USA gegründet, wollten hoch hinaus. Und sind dann aber nach der Dotcom-Krise und aber eben dann sukzessive durch viele andere Einflüsse weiter in die Krise gerutscht. Finanzkrise, Halbleiterkrise. 2010 war unser Tiefpunkt im Unternehmen, aus dem wir ja ohne weiteres nicht mehr rausgekommen sind. Also ich würde sagen, es hätte nicht mehr viel gefehlt und unsere Inhaber hätten das Unternehmen zugeschlossen und uns würde es heute nicht mehr geben. Das haben sie Gott sei Dank nicht getan, sondern sie haben
das Heft des Handelns in die Hand genommen, haben ja selbst sehr stark reflektiert und haben mit uns als Strategieteam und oder mit den wichtigen Personen im Unternehmen, die sie dann auch zusammengerufen haben, ich sag mal, ein Stück weit die Veränderung eingeleitet. Werde ich jetzt auch gleich nochmal ein bisschen mehr dazu erzählen. Aber das war der Startpunkt, die Krise, die Notwendigkeit der Veränderung, der Druck, der Schmerz, sich zu verändern, hat 2010 gestartet und hat uns sukzessive besser werden lassen, Schritt für Schritt, Jahr für Jahr. Und im Grunde genommen hatten wir schon lange auch einen langjährigen Kunden, die Carl Zeiss AG, für die wir Software entwickelt haben, Individualsoftware, die dann aufgrund ihrer Digitalisierungsstrategie auf uns natürlich, also wir waren dann ein potenzieller Kandidat, den es in die Zeiss AG zu integrieren galt. Und mit unseren Erfahrungen, wir haben sukzessive strategische Entwicklungsprojekte für die Zeiss AG übernommen. Insofern war das, denke ich, ein logischer Schritt. Haben wir uns 2018 verlobt, sozusagen, sind eine strategische Partnerschaft eingegangen und haben uns geprüft und geschaut, ob das mit uns gemeinsam passt und dann natürlich entschieden, die Inhaber auch entschieden, dass wir gemeinsam sozusagen die Ehe eingehen und sind 2020 ein Teil der Carl Zeiss AG geworden, der Carl Zeiss Gruppe, was sich für uns als sehr, sehr positiv was wir als sehr, sehr viel positiv wahrnehmen, womit wir auch sehr viel verbinden und worauf wir auch sehr, sehr stolz sind, dass uns das gelungen ist und wir unsere Entwicklung im Grunde genommen im Rahmen des Carl Zeiss Konzerns weiter führen können und dennoch aber auf dem externen Markt auch noch unterwegs sind, aber natürlich auch intensiver noch Carl Zeiss Entwicklungsprojekte sozusagen durchführen. Was wir machen, ganz kurz, gar keine große Unternehmensvorstellung. Wir entwickeln Individualsoftware. Wir sind sozusagen die Maßschneiderei in der Softwareentwicklung, vornehmlich in der Medizintechnik jetzt unterwegs und im Industrieumfeld, im Manufacturing sozusagen und entwickeln im Kundenauftrag entsprechende Digitalisierungslösungen und das Web in der Cloud, alles, was es da so an Möglichkeiten und Technologien auch gibt. Und haben, wie gesagt, neben der Carl Zeiss AG und den entsprechenden Business-Einheiten in der Carl Zeiss AG auch externe Kunden, die wir Synergiekunden nennen, also dort, wo wir Synergien generieren können, auch zwischen Zeiss und unseren Kunden auf dem externen Markt. Genau, das vielleicht so viel zu uns. Ganz kurz auch da schon der Punkt, wie haben wir uns eigentlich verändert? Wir haben 6 Standorte, einen ungarischen Standort jetzt auch. Und das ist vielleicht wichtig zu sagen, die roten Zahlen sind die von 2010. Wir waren 2010 160 Mitarbeiter, da auch alle in Kurzarbeit aufgrund der Finanzkrise. Mussten aber niemanden entlassen, haben sofort den Turnaround geschafft mit unserer Veränderung, die wir damals begonnen haben und sind jetzt bei knapp 400 Mitarbeitern und haben sozusagen auch unseren Umsatz vervierfacht. Damals waren wir runtergerutscht auf die 13 Millionen, 40% Umsatzeinbußen und waren auch im EBIT im Minus. Ja, was natürlich unsere Inhaber an der Stelle sehr belastet hat. Aber das vielleicht mal ganz kurz zu der Entwicklung, die wir in Zahlen genommen haben, um das ein bisschen greifbarer zu machen, kommen jetzt gleich ein paar mehr Details. Hier wäre jetzt die Umfrage möglich gewesen, die wir jetzt schon vorher absolviert haben. Insofern war alles gut. Können wir dann nochmal näher drauf eingehen. Wie begann unsere Veränderung? Da muss ich mich an einen ganz, ganz emotionalen Moment erinnern und das war 2010 im Mai in Potsdam in einem Hotel, wo uns die Inhaber alle zusammen getrommelt haben und unsere eine Inhaberin sogar mit Tränen in den Augen vor uns entstand und sagte, also bis hierhin und nie weiter, uns steht das Wasser bis zum Hals. Es fehlt nicht mehr viel und wir müssen wirklich zuschließen. Wir haben sehr viele Fehler gemacht. Wir haben als Inhaber sehr viele Fehler gemacht und ich würde sagen, das war schon mal so der erste Punkt,
wo ich sagen würde, dass halt die Veränderung schon eingeläutet. Diese Selbsterkenntnis ist mittlerweile auch natürlich ein starkes kulturelles Element geworden, was sehr bemerkenswert war an der Stelle, wie sie sich dahingestellt haben und selber Fehler auch zugegeben haben und offen waren jetzt auch für Veränderung. Und das hat dieser Spirit an diesen zwei Tagen, dieses erste Strategie-Meeting gemeinsam, also kann eher Krisen-Meeting sagen, aber es war dann im Endeffekt schon ein erstes Strategie-Meeting und der erste Schritt zur Veränderung. Der Wille zur Veränderung war da, die Selbsterkenntnis war da und insofern war das wirklich, wirklich sagen, ein wesentliches Element für die Veränderung, die wir ab dem Moment wirklich gegangen sind. Und nach wie vor ist das Thema Wille, glaube ich, einer der großen Erfolgsfaktoren. Man sagt ja gern, wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Ausreden. Ich merke das nach wie vor und das haben wir beim Gehen des Weges auch gemerkt. Wer findet eher Ausreden oder wer will mit uns gemeinsam diesen Weg gehen, auch im Management und in der Unternehmensführung. Haben wir das ganz schnell gespürt beim Gehen des Weges, wo vielleicht Dinge sind, die wir... Ja, wo Kräfte gegenwirken und der Veränderung ein Stück weit im Weg stehen. Vielleicht ganz kurz, um da etwas tiefer zu gehen, was waren eigentlich unsere Herausforderungen? Weil das haben natürlich wir sehr stark in diesem einen Meeting auch reflektiert. Schonungslose Aufarbeitung der Ist-Situation, das ist wichtig, um die nächsten Schritte einleiten zu können. Die Stabilität ist uns natürlich aufgrund der Krise verloren gegangen und es ist bei vielen Unternehmen so, bei uns war es auch so, es fehlte diese Bereichs- und bereichsübergreifende Zusammenarbeit, sind Silos und Königreiche entstanden, jeder hat seins gemacht. Wir hatten keine gemeinsame, transparente Vision und Strategie, die uns eint, worauf wir uns committen konnten, die unsere Handeln leitet, was sicherlich auch an unseren Inhabern lag. Es fehlte die Transparenz, wer tut eigentlich was, worauf wird Energie verwendet, wo wird ein Aufwand eingesetzt. Das hatten wir nicht bereichsübergreifend und dadurch fehlte Vision, Strategie, fehlte uns auch der Fokus. Wir waren wenig innovativ und konnten uns nicht fokussieren. Man sagt ja auch, priorisieren kommt durch durchstreichen. Nicht durch unterstreichen, das heißt auch mal Dinge weglassen und schauen, dass man sich auf die Dinge konzentriert, die wirklich wichtig sind und eine gewisse Priorität haben. Das heißt, wir haben Energie schon viel verschwendet und auch, um das mal zu prägen, wir haben das als Gemischtwarenladen bezeichnet, was wir damals waren, haben uns jetzt sukzessive zum Spezialisten in der Individualsoftware entwickelt. Damals waren wir ein Gemischtwarenladen. Das muss man auch ganz klar sagen, wir haben viele Dinge angefangen, aber nicht zu Ende gebracht. Uns fehlte an vielen Stellen die Konsequenz und auch die Disziplin in der Zusammenarbeit, in dem Dinge einfach mal fertig machen, Ergebnisse produzieren, an den Markt bringen. Das hat uns wirklich stark gefehlt. Und dann waren wir damals ein Consulting-Unternehmen. Das heißt, ich war selber fast 10 Jahre unterwegs im Consulting für damals noch die Saxonia Systems AG. Zu 90% bin ich gereist. Mehr und mehr Mitarbeiter wollten aber nicht mehr reisen. Sie wollten sich um ihre Familie kümmern oder haben Familien gegründet, wollten an ihren Heimatstandorten bleiben. Sukzessive sind uns sehr, sehr tolle Mitarbeiter abhanden gekommen. Und das war auch ein Punkt, der sehr geschmerzt hat. Und es war immer mehr der Drang danach, auch der Mitarbeiter, sich zu beteiligen, besser informiert zu werden und mitgestalten zu können. Ne? Und das war eine riesen Herausforderung für uns mit unserem Geschäftsmodell, was wir damals hatten. Also auch da musste ein Umdenken stattfinden. Das vielleicht mal zu den größten Herausforderungen, die wir damals hatten und die wir dann sukzessive auch angegangen sind. Und wir waren zudem im operativen Hamsterrad gefangen. Dieses einfach mal in einem Strategie-Meeting sich 2 Tage Auszeit nehmen, über Dinge nachdenken, wo wollen wir denn hin, was hat Priorität, was streichen wir durch, was lassen wir weg, das hat eigentlich nicht stattgefunden, beziehungsweise es gab ein Strategie-Meeting, das einmal jährlich stattfand, wo viel besprochen wurde, aber
von dem relativ wenig dann umgesetzt wurde oder ja, nachhaltig bearbeitet wurde, sagen wir es mal so. Dazwischen hat dann wenig strategisch stattgefunden, sondern mehr oder weniger wirklich das operative Hamsterrad die Oberhand gewonnen. Was haben wir dann gemacht? Und das ist das, was dann uns erst so sukzessive auch im Nachhinein bewusst geworden ist. Wir mussten raus aus diesem operativen Hamsterrad in eine Veränderung, in eine Weiterentwicklung des Unternehmens, wie wir sie angestrebt haben und wie wir sie auch wollten, ist im Operativen nicht möglich. Das heißt, wir mussten eine Ebene nach oben auf die strategische Unternehmensführung und da hatten wir keinen Prozess. Wir hatten vielleicht auch keine richtigen strukturierten Vorgehensweisen, die wir dann aber natürlich geschaffen haben. Was wir gemacht haben, war wirklich als erstes zwei Tage uns jeweils Auszeit zu nehmen mit den positiven Erfahrungen des Mais-Strategie-Meetings. Haben unsere Inhaber dann gesagt, lasst uns alle 4 Monate 2 Tage treffen, intensiv zusammenarbeiten, uns austauschen, uns besser kennenlernen, die Silos auflösen, uns alle Dinge transparent machen. Das haben wir getan. Alle 4 Monate bis heute gibt es unser zweitägiges Strategie-Meeting, was nächste Woche am 7. und 8. Februar wieder stattfindet. Haben dort uns dann sukzessive, nachdem wir unsere operativen Schmerzen geheilt haben. Uns ging es wirklich nach 2 Monaten besser, nach diesem ersten Mai-Meeting, wo wir wirklich geschaut haben, wie kann es uns operativ schnell wieder besser gehen, wie können wir mehr Umsatz generieren, wie können wir Mitarbeiter in Projekte bekommen. Das so fokussiert auf einen Schmerz, auf eine Herausforderung. Alle zusammen haben überlegt, was können wir tun, haben Maßnahmen abgeleitet und nach 2 Monaten ging es uns wirklich besser und mit diesem positiven Erlebnis haben wir dann auch gesagt, das brauchen wir regelmäßig und das haben wir dann getan, alle 4 Monate für 2 Tage und haben dann, glaube ich, schon beim 2. oder 3. Strategie-Meeting eine Vision, eine Strategie formuliert für die nächsten 5 Jahre, uns Zielstellungen gesetzt, was wir erreichen wollen, Zielzustände definiert und uns dann auf den Weg gemacht und einen Prozess gestartet, der Veränderung mit kleineren Schritten, strategische Initiativen abgeleitet und die dann immer in diesen 4-Monats-Zyklen auch entsprechend umgesetzt und dann wieder uns reflektiert im nächsten anstehenden Strategie-Meeting und den neuen Strategiesprint für die nächsten 4 Monate gemeinsam definiert. Und so sind wir wirklich sukzessive vorwärts gegangen, alle 4 Monate uns sehr intensiv ausgetauscht. Und natürlich hat das am Anfang sehr, sehr viel erstmal Veränderungen bei uns als Person, als Führungskräfte notwendig gemacht. Das heißt, in der Zusammenarbeit, in dem Kennenlernen, in dem offenen Reflektieren und Dinge wirklich offen und ehrlich anzusprechen, Fehler einzugestehen, Feedback zu geben, das war sehr, sehr schwierig. Das hat erstmal sehr viel mit uns selbst gemacht. Das heißt, wir mussten uns selbst verändern und uns hinterfragen. Und nur so konnten wir, und das haben wir auch getan, dann auch gute Führungskräfte für unsere Mitarbeiter sein und Vorbild sein für Disziplin, für Offenheit, für eine gewisse Feedback-Kultur. Und das ist so sukzessive eben auch durch diese kontinuierliche Zusammenarbeit im Strategieteam entstanden und auch da dann sukzessive diese kulturelle Veränderung im Unternehmen möglich gewesen, die natürlich nicht im ersten Jahr vonstatten gegangen ist, sondern wirklich dann ein paar Jahre gedauert hat. Und was auch nochmal wichtig ist, wenn man und das war uns so wichtig, wenn man gemeinsame Ziele hat und es auch transparent ist, wo wir hinwollen, was wir gemeinsam tun wollen, dann fragt man sich auch, hat das, was ich gerade aktuell operativ tue, hat das einen Nutzen, stiftet das einen Nutzen hinsichtlich unserer gemeinsamen strategischen Ziele, die wir erreichen wollen. Und das war so ein Punkt, wo wir wirklich sehr kritisch alles hinterfragt haben. Es liefen sehr viele U-Boot-Projekte im Unternehmen, wo Aufwand und Energie reingeflossen ist, sind, die aber gar keinen Nutzen hatten oder keinen Nutzen gestiftet haben. Es waren teilweise Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Und das haben wir sukzessive dann transparent gemacht und diese U-Boot-Projekte. Gut, sehr schön. Wie bitte? War ein Mikro offen. Diese U-Boot-Projekte in den Aktenschrank beziehungsweise einfach angehalten haben oder ad acta gelegt haben.
und wirklich nur noch die Dinge getan haben in den jeweils nächsten 4 Monaten, die für uns und unsere strategische Weiterentwicklung wichtig waren. Und das auch dann im operativen Geschäft angewendet haben, diese Fragestellungen. Insofern auch wichtig zu sagen, dass wir versucht haben, dann alle in die gleiche Richtung zu gehen, in die Richtung unserer gemeinsamen Vision, unserer Ziele und da eben auch durchgestrichen haben und priorisiert haben, uns fokussiert haben und die ganze Kraft in Richtung der Vision und der Ziele gerichtet haben und die Aufwände nur auf diese priorisierten Themen, die wir im Strategie-Meeting gemeinsam verabschiedet haben, gemeinsam auf diese Themen uns fokussiert haben und im Endeffekt uns das auch erfolgreich gemacht hat wieder. Gibt es schon eine Frage? Ja? Silvi, genau. Ich hätte schon die ersten 2 Fragen, die an der Stelle auch sehr, sehr gut passen. Ja. Die erste ist im Prinzip die Zusammensetzung von dem Strategieteam. Also wer sitzt da alles drin? Wie kam die zustande? Und die zweite Frage ist, ob ihr Vorbilder hattet. Also wie seid ihr zu dieser Vorgehensweise gekommen? Da kann ich gleich mal da ans. Also Vorbilder hatten wir keine. Das ist wirklich aus uns selbst heraus entstanden. Was man dann auch am Ende sieht, unser strategisches Framework aus Lean, aus klassischen und agilen Elementen. Das ist über die letzten Jahre so wirklich sukzessive aus unseren Erfahrungen entstanden. Wird man dann am Ende auch nochmal sehen. Das ist, würde ich mal sagen, war zu der Zeit wirklich ein ganz neuartig, also ich hatte zumindest kein vergleichbares Vorgehen gefunden, weil es wirklich eine Kombination aus Balanced Scorecard und Agilität aus Scrum und aus Lean-Elementen ist. Einfach, was sich für uns gut und praktikabel angefühlt hat, haben wir gemacht und ist alle 4 Monate wieder hinterfragt. Unser Strategieteam setzt sich zusammen. Damals zusammengesetzt, die Inhaber sind jetzt nicht mehr da, aber noch jemand aus der Familie sozusagen. Also damals zusammengesetzt aus den 2 Inhabern, aus den Gründern des Unternehmens, aus den Geschäftsbereichsleitern, also die auch verantwortlich waren für das operative Geschäft, für unser Kerngeschäft, die Softwareentwicklung und aus dem Leiter HR, Personal, aus mir. Ich war damals Gruppenleiterin. Aus dem Vertriebsleiter, und das waren eigentlich dann schon alle, glaube ich. Also wirklich, wir waren sehr flach von der Hierarchie, Inhaber, Geschäftsbereichsleiter und Leiter aus oder Vertreter aus Querschnittsbereichen, die uns damals auch als sehr wichtig erschienen. Genau. Und heute ist es wirklich Geschäftsführer. Wir sind ja keine AG mehr, wir sind jetzt eine GmbH. Jetzt sind es die Geschäftsführer. Nach wie vor die Geschäftsbereichsleiter, ich als Art Company, Scrum Master, will ich mal sagen, verantwortlich für den Prozess, für die Weiterentwicklung und für die Führung des Teams, was den Prozess und das Vorgehen angeht. Und ja, nach wie vor die gleichen Personen und Rollen. Okay, ich habe noch 2 weitere Fragen. Ich glaube, die eine, die können wir so ein bisschen aufschieben, weil ich kann mir gut vorstellen, dass du im Laufe des Vortrags die noch beantwortest. Und zwar, wie monitort ihr den Fortschritt von dem Prozess? Ja, das ist Bestandteil auf jeden Fall. Genau, beziehungsweise welche Werkzeuge benutzt ihr da dazu? Das kommt sicherlich, genau. Und dann die zweite spannende Frage, können wir unter Umständen für die Diskussion am Ende aufheben, aber vielleicht möchte ich auch jetzt was dazu sagen. Und zwar hattest du ja dargestellt, dass die Veränderung praktisch die Krise Bedarf hat, und zwar 5 vor 12. Und die Frage ist, gibt es vielleicht andere Strukturen, mit denen man den Absprung nicht kurz vor dem Ende, sondern schon viel früher hätte finden können? Also ich glaube, das können wir ja vielleicht wirklich am Ende mal beantworten. Also ich bin ja mit vielen Unternehmen im Austausch, wir teilen gerne unsere Erfahrungen. Ich glaube, dass wenn man so ein Vorgehen etabliert, und da komme ich ja jetzt gleich auf die Erfahrung, die wir gemacht haben, auf die Erfolge, Erfolgsfaktoren, die es nach unserer Meinung sind, wenn man intensiver in der Unternehmensführung auch in eine Zusammenarbeit kommt, dann glaube ich, dass man vielleicht gar nicht erst in so eine Situation kommt, wie wir es gekommen sind. Aber das will ich mir jetzt nie anmaßen, jetzt schon zu sagen. Vielleicht können wir es wirklich am Ende nochmal besprechen. Viele
Unternehmen, mit denen ich mich austausche, die haben das Vorgehen schon adaptiert und haben sehr große oder intensive Erfolge damit schon ja, gehabt. Kleinere Verbesserungen, größere Verbesserungen. Das, was am Ende für das Unternehmen rauskommt und was Ihnen als Unternehmen wichtig ist, dass das Vorgehen hat in sich drin involviert, dass es wirklich, dass am Ende das entsteht, was Sie als Unternehmen ausmacht, was Ihnen wichtig ist, welche Elemente des Vorgehens für Sie relevant sind. Das ist wirklich integrativ im Vorgehen verankert, nämlich indem Sie genau alle 4 Monate auch eine entsprechende Reflexion und eine Retrospektive drin haben, was können wir als Team besser machen, was lief denn vielleicht nicht so gut, nicht wer hat was verkehrt gemacht, sondern was lief schief und was können wir gemeinsam besser machen. Dadurch kommen immer wieder neue Ideen, wie das Vorgehen anzupassen wäre und was wir als Führungsteam gemeinsam besser machen können. Wo das mal endet, weiß ich nicht, aber ich glaube, dass man mit diesem Setup des Vorgehens schon in Verbesserungen einsteigen kann, weil nämlich nicht das Vorgehen jetzt alleine der Erfolgsfaktor ist, vielleicht am Ende schon, aber es ist an erster Stelle, glaube ich, wirklich diese Zusammenarbeit bereichsübergreifend, das zu intensivieren, das vorzuleben, offen über Dinge zu sprechen, glaube ich, schon mal der erste Ansatzpunkt. Und da könnte ich vielleicht jetzt gleich mal einsteigen, weil ich glaube, genau zu diesem Erfolgsfaktor kommen wir jetzt schon gleich. Ja, vielen Dank. Genau. Zusammenarbeit. Der Team ist das da. Genau, hätte ich gleich hinswitchen können. Ich würde wirklich sagen, ja, das Vorgehen ist wichtig, aber das hat sich über die Zeit erst entwickelt. Es hat alles angefangen mit der Zusammenarbeit. Und deswegen würde ich sagen, und das klingt immer wieder so einfach, aber es ist es nicht, sich wirklich kontinuierlich zu treffen, gemeinsam an Zielen zu arbeiten, gemeinsam zu überlegen, was ist unsere Meinung, sich auf ein, ja, das klingt jetzt auch so, auf gemeinsame Ziele zu committen, sich auszutauschen, offen zu sein, sich die Meinung zu sagen, sachlich. Und daraus entwickelt sich wirklich was Tolles. Und das ist jetzt mal hier nur ein Ausschnitt aus vielen unserer Strategie-Meetings. Das war so ein Mix an Teamentwicklungselementen, an Retrospektiven, was wir hier oben sehen, permanente Reflexion, was lief gut, was lief schlecht, was können wir besser machen. Transparenz zu schaffen, zu Vorgehensweisen, zu Markterfordernissen, zu Dingen, die im Geschäftsbereich stattgefunden haben. Gemeinsam was zu erleben, was zu bauen, zu paddeln, Teamentwicklung zu betreiben, aber eben auch einfach an allen Stellen, die es gibt, gemeinsam Dinge bearbeiten, sich auszutauschen. Und das war so wichtig, glaube ich, für uns als Führungsteam erstmal selber das kennenzulernen, was es bedeutet, intensiver zusammenzuarbeiten, ehrlich miteinander zu sein, offen miteinander zu sein und diese ganzen Herausforderungen, die sich uns gestellt haben, gemeinsam zu meistern. Und die fühlt sich wirklich, es macht so viel Freude, die fühlen sich einfach auch nicht mehr so komplex an, wenn man sie gemeinsam bearbeiten kann. Und mit diesen positiven Erfahrungen muss ich sagen, das ist, würde ich sagen, wirklich ist das eins der wesentlichsten Erfolgsfaktoren, die uns auf den Weg gebracht haben, wieder erfolgreich zu sein und ein tolles Unternehmen für unsere Mitarbeiter zu sein. Und ich glaube wirklich, dass es so ist, zumindest war das so, und das braucht aber wirklich Zeit, dass sich sukzessive Vertrauen entwickelt. Es ist viel passiert, die Jahre davor, dass sich wieder ein Vertrauen entwickelt, dass wir das Gefühl haben, jeder ist offen, es verbirgt niemand etwas, sich das Vertrauen entwickelt und dieses Vertrauen die Komplexität reduziert im Team und diese ganzen Herausforderungen ja viel, viel einfacher aussehen lässt und damit natürlich auch schneller gemeinsam Lösungen gefunden werden. Was können wir tun? Was hat jetzt Priorität? Was ist uns wichtig? Und was gehen wir an die nächsten 4 Monate? Und das hat natürlich dann ausgestrahlt aufs ganze Unternehmen, auch auf die operative Zusammenarbeit und eben auch auf die Mitarbeiterführung und die Dinge, die wir angehen wollten. Und das ist ein Mittel, wie man auch Teamentwicklung machen kann. Die brauchen wir jetzt nicht mehr, die Igel, aber ich habe auch einen noch hier.
den sieht man jetzt hoffentlich, die gibt es wirklich. Es geht darum, und viele kennen den Sprichwort nie, ich weiß nicht, wir hatten einen Coach damals, der ein Führungskräftecoach, der uns begleitet hat, der hat immer gesagt, lasst doch eure Igel raus. Und das sind die Igel, die es im Bauch gibt, zu irgendwelchen Themen, die wir gerade besprechen, oder Erfahrungen, die man gemacht hat, zu einem bestimmten Thema, dass es wichtig ist, die im Team rauszulassen, damit alle sie hören und damit wir sie gemeinsam lösen können. Und dann haben wir auch ein paar Regeln festgelegt, wie wir mit diesen Igeln umgehen. Und dann, wenn jemand ein Problem hatte, hat er seinen Igel hochgehalten. Jeder im Strategieteam hatte einen, hat den gestreichelt. Der ist wirklich super kuschelig. Entspannt die Situation etwas, weil er auch niedlich aussieht. Also mal das nur als Tipp. Das hat uns sehr geholfen. Manchmal sind Igel geflogen. Um das mal so zu sagen, es ging heiß her. Aber wichtig, dass die Dinge transparent gemacht werden, die man fühlt, die einem wichtig sind, weil, und das ist auch so ein Punkt, den wir kennenlernen mussten, jeder sollte sich ein Stück zurücknehmen, jeder ist wichtig im Team, jeder hat seine Erfahrung gesammelt, jeder ist unterschiedlich, und wir haben dann auch immer so ein Sprichwort gehabt, es lebe der Unterschied. Wichtig ist, dass wir unsere gemeinsamen Ziele haben, auf die wir uns ausgerichtet haben. Und ansonsten kann jeder seinen Beitrag dazu leisten. Jeder hat unterschiedlichste Erfahrungen, die wichtig sind, diese rauszulassen und seine Bedenken transparent zu machen, damit wir sie auch gemeinsam lösen können. Wenn wir nicht drüber reden, kann man sie auch nicht gemeinsam lösen. Und da ist auch dann eine Regel entstanden, die wir nach wie vor in unserem Regelkatalog drin haben, nämlich genau, dass wir in den Dialog einsteigen, statt zu interpretieren, was könnte der andere wie gemeint haben, was will der mir was Böses, will der mir an Kragen, will der an meine Position, was auch immer, was man so oft interpretiert in bestimmte Aussagen, das versuchen direkt anzugehen, in Dialog zu gehen, auch unter vier Augen das zu lösen und nicht wegzudrücken, weil das wieder Energie kostet und uns ja, einfach in der Veränderung, in der Weiterentwicklung behindert eher. Johannes, du hast noch eine Frage. Ich habe noch eine Frage, ganz genau. Danke. Es ist schön, das ist ein gutes Zeichen für mich, wenn ich dich sehe, jetzt kommt die nächste Frage. Genau, deswegen habe ich das so gemacht. Und zwar apropos fliegende Igel. Ja. Ist hier die Frage, weil der Star praktisch das Team ist, ist ja eine super Zielvorstellung. Dann ist es ja aber erfahrungsgemäß in der Praxis so, dass da sich die Leute, die Egoisten, die Selbstdarsteller, sich vielleicht ein bisschen schwerer damit tun. Habt ihr da einen Weg gefunden, die zu integrieren, oder sind da die teilweise vielleicht einfach von allein dann auch gegangen? Also ich glaube, einer ist schon gegangen, bevor wir dieses erste gemeinsame, oder wurde gegangen, bevor diese gemeinsame Weiterentwicklung gestartet ist im Mai 2010. Und ein weiterer hat sich dann erst relativ spät verabschieden müssen, weil wir gemerkt haben, dass er gegen das Team arbeitet und und eher eigene Ziele verfolgt hat. Aber das wird genau durch dieses Vorgehen, wird das halt sehr transparent, wer dagegen arbeitet, wer vielleicht eine Hidden Agenda hat oder wer einfach das nicht so möchte, ne? Und das muss nie schlimm sein. Man muss nur als Unternehmensführung dann auch klar und konsequent sein und Entscheidungen treffen, dass es dann eben gemeinsam nicht weitergeht. Und das ist auch erst derjenige, den das betrifft, das ist erst 2013, glaube ich, passiert. Da hat auch der Strategieprozess ein Jahr unterbrochen, was er vornehmlich mitgetrieben hat, was uns auch extrem wieder zurückgeworfen hat. Deswegen gibt es heute ein unendliches Zeichen an unserem Strategieprozess. Das ist da transparent geworden und er musste dann auch gehen. Wer das so nicht möchte, gut, das ist jedem freigestellt, heißt nicht, dass er schlecht ist oder das schlecht ist, was er macht. Es passt halt nicht zu dem, was wir oder genau der Rest des Teams halt auch gerne wollten fürs Unternehmen und was die Inhaber natürlich auch wollten, die Bestandteil des Strategieteams waren. Und insofern, ja, das Vorgehen hat dazu geführt, dass es transparent wird, wer passt und wer nicht passt.
wichtig ist, dann konsequent zu sein. Und das fiel uns lange Zeit schwer und auch noch unseren Inhabern schwer. Ja. Das kam noch eine Nachfrage, Johannes? Oder? Nee, okay. Ich denke, passt wunderbar so. Vielen Dank. Okay. Gut, also in Dialog eintreten, nicht interpretieren, das kann man, glaube ich, auf fast alle Lebenslagen beruflich wie privat anwenden. Uns hat der Igel geholfen, die Dinge zu lösen und auch, dass es viel, viel mehr Disziplin von uns brauchte im Management-Team, weil wir ja Vorbilder für unsere Mitarbeiter sein wollten. Das heißt, wir müssen pünktlich zu Meetings sein. Wir müssen das vorleben, dass wir das wertschätzen, dass wir die Zeit miteinander haben und pünktlich sind. Wir haben dann irgendwann Meetingschwein eingeführt und sind mit unserem Schweinchen, als wir noch kein Corona hatten, im Haus rumgerannt zu unseren Meetings, weil jeder, der eine Minute zu spät kam, musste 1 Euro in unser Meetingschwein einzahlen. Gerade aktuell tun wir das nicht, aber ich glaube, das muss man dann vielleicht doch mal wieder einführen, wenn wir wieder Präsenzmeetings haben. Aber so viel dazu. Unsere Mitarbeiter sind mit ihren Teams dann auch, haben das teilweise adaptiert. Wir haben es nie vorgegeben, sondern wir wollten, wir als Management-Team, disziplinierter sein, konsequenter sein und das auch immer vorleben. Das haben wir auch getan. Das ist vielleicht mal nur ein kleiner Seiteffekt oder ein Mittel neben dem Igel, wie wir bestimmte Dinge dann auch verankert haben in unserer Kultur und unseren Werten. Sieht man eigentlich hier oben diese Leiste? Geht die weg? Sieht man die? Wir sehen die nicht. Also wir sehen das Vollbild ohne die Leiste. Ah, okay. Weil ich habe oben die Administrationsleiste. Dieses Thema Team, Zusammenarbeit, das hat maßgeblich unser Geschäftsmodell auch geprägt. Wir haben nämlich sukzessive unser Geschäftsmodell dann vom Consulting zum Projektgeschäft, also eigenverantwortliche Projekte für unsere Kunden zu machen, mehr Verantwortung zu übernehmen, durchgeführt. Und das Thema Transparenz, Zusammenarbeit, Team, eben auch im Kerngeschäft in unseren Softwareentwicklungsprojekten angewendet und hat uns maßgeblich geprägt. Und da sehen Sie jetzt hier mal so ein Setup. Das hat uns zwar in Corona jetzt geholfen, sieht aber natürlich aktuell nicht mehr so aus, weil es halt komplett verstreut ist. Jeder ist in einem anderen Standort. Aber damals, bis vor 2 Jahren, klingt so damals so weit weg, war wirklich auch das Ziel, dass wir trotz unserer vielen Standorte gemeinsam miteinander Software entwickeln können im Team und die anderen Teammitglieder auch sehen, ein Teamgefühl entwickeln können und Transparenz schaffen. Und hier sehen Sie mal so ein Setup von einem dreiteiligen Team, was verteilt war auf Görlitz, Berlin und Dresden. Die haben sich den ganzen Tag gesehen, das war eine Standleitung und die haben gemeinsam Softwareentwicklung betrieben für einen Kunden und hatten hier ihr Taskboard, was dann auch Sie noch sehen werden, beantwortet zum Teil schon die Frage, was wir für die Softwareentwicklung, für unsere Softwareentwicklungsprojekte, die wir vornehmlich agil mit Scrum umsetzen, entwickelt haben, wo man wirklich dann auch sieht, was ist aktuell im Sprint, was haben wir heute zu tun, wer übernimmt welchen Task und die Mitarbeiter des Projektteams sich täglich da treffen an Bord und gemeinsam besprechen zum Daily, was ist zu tun, was ist fertig und was ist noch offen im Sprint. Auch da Team, Teamgefühl, Teamarbeit trotz Verteilung im Unternehmen und das Zugehörigkeitsgefühl zu einem Team. Und sehr wichtig war auch in der Softwareentwicklung und auch da uns dazu geführt hat, diese gemeinsam entwickelten Werte und Prinzipien in unseren agilen Softwareentwicklungsprojekten, aber eben auch gemeinsam im Management zu leben, vorzuleben und das Thema Team auf jeder Ebene im Unternehmen anzuwenden. Es haben sich überall im Unternehmen auf unterschiedlichsten Ebenen zu bestimmten Themen Teams gebildet, ohne dass wir irgendwelche Umstrukturierungen vornehmen mussten im Unternehmen. Und das die Erfahrung, also das war wirklich wesentlich auch für die Veränderung unseres Unternehmens und der Kultur im Unternehmen. Ganz, ganz wichtig. Aber es fing mit uns als Strategieteam, als Unternehmensführung an. Das war jetzt mal so der erste wichtige Punkt, Zusammenarbeit. Aber wichtig auch, ja, eine zielgerichtete Zusammenarbeit zu etablieren. Und ein Stück weit habe ich das auch schon angesprochen, war es wichtig, dass wir natürlich gemeinsame Ziele entwickeln, wo wir hinwollen. Was soll denn sein in 5 Jahren? Was wollen wir gemeinsam erreichen, uns dazu committen,
zu den langfristigen Zielen, aber dann auch immer wieder zu den Jahreszielen. Was sind Meilensteine in unserer Entwicklung? Was sind aber auch die Ziele für die nächsten 4 Monate, uns darauf zu committen? Was ist uns wichtig? Welche Schritte, nächsten Schritte wollen wir gehen? Und das ist, glaube ich, auch nochmal für das Thema Führung. Das war ja für uns auch in der Cloud als wichtigster Punkt oder meistgenannter Punkt in den Herausforderungen genannt, nämlich genau diese Führung, zum einen mit entsprechenden Werten und Prinzipien für uns, aber eben auch Ziel transparent zu machen, wo wollen wir hin, wie wollen wir das erreichen und was tun wir dafür. Und da mussten wir natürlich als erstes als Strategieteam dahinter stehen und das dann aber noch teilweise natürlich viel, viel intensiver transparent machen, als wir das die ersten Jahre getan haben. Und ich wollte mal sagen, das haben wir angefangen, aber wir waren noch lange Zeit im Elfenbeinturm unterwegs. Also ehe wir angefangen haben, die Notwendigkeit zu erkennen, das viel, viel transparenter zu machen als am Anfang unserer Entwicklung, das hat auch eine Weile schon gedauert. Und würden wir natürlich mit den Erfahrungen von damals nicht wieder so tun. Aber hier sieht man mal das Team. Das ist eine der Inhaberinnen. Sind leider jetzt nicht mehr dabei, aber wir stehen noch in engem Kontakt und sie haben ein gutes Gefühl bei der Übergabe in die Zeiss AG. Wir haben einen Riesenfehler gemacht. Wir haben eine Vision ohne Mitarbeiter entwickelt. Das war 2013, das heißt 3 Jahre nach Beginn unserer Veränderung, haben wir noch sehr viel verkehrt gemacht. Wir wollten die Formel 1 der Softwareentwicklung sein. Mit großem Tamtam in Art All-Hands-Meeting, würde man dazu sagen, veranstaltet, eine Torte backen lassen als Rennstrecke, haben kommuniziert, was wir damit verbinden. Wir verbinden das mit Speed, mit Innovation, mit Qualität, und unsere Mitarbeiter, glaube ich, haben das verbunden mit Mafia, Boxenlootern und was weiß ich, womit man Formel 1 noch so verbinden kann. Ist alles drum, es gibt auch tolle, gute Sachen, aber es ist auf jeden Fall nie angekommen, was wir damit sagen wollten, wer wir sein wollten, wo wir hin wollten. Das haben wir dann schnell ad acta gelegt, aber es hat uns zumindest vor Augen geführt, dass das der falsche Weg ist. So nimmt man seine Mitarbeiter nicht mit, so beteiligt man sie nicht. Aus dem negativen Learning sind natürlich einige positive Learnings entstanden. Aber genau das war die Zeit, wo der Strategieprozess unterbrochen war auch noch. Das hat uns wirklich sehr, sehr stark zurückgeworfen. Den Fehler wird man nie wieder machen. Aktuell sieht es jetzt so aus, dass vielleicht mal nur exemplarisch, wir haben das sogar direkt 2014 geheilt, indem wir mit unseren Mitarbeitern gemeinsam ein Mitarbeiterbild für 2020 entwickelt hatten. Haben wir auch jetzt für 2025 genau mit der nächsten Führungsebene unsere Strategie-Map entwickelt, abgeleitet aus dem Zielbild und auch gemeinsam mit den Mitarbeitern, mit allen Mitarbeitern gemeinsam ein Mitarbeiterbild entwickelt, wo die Wünsche, Anforderungen unserer Mitarbeiter verankert sind, was sie sich für 2025 wünschen, was sie sich vorstellen. Und das war auch eine Erfahrung von 2014 schon, dass die Mitarbeiter gar nicht so weit von dem weg sind. Wir hatten immer Angst zu fragen, was wollt ihr, weil wir dachten, die wünschen sich was, was wir nicht erfüllen können. Aber so war es gar nicht. Es tat nicht weh. Es war sogar sehr, sehr hilfreich für unsere Weiterentwicklung, das zu tun. Und sukzessive haben wir sie dann auch bei der Weiterentwicklung des Unternehmens und der Arbeit an ihren eigenen Wünschen und Anforderungen beteiligt, diese mit umzusetzen und in die Tat mit umzusetzen und ihre eigenen Erfahrungen damit einzubringen. Das ist sehr, sehr wertvoll. Und muss man sagen, jetzt, wir haben unseren ungarischen Standort mit integriert, die Ungarn sind mit integriert in die Entwicklung des Zielbildes gewesen. Es hat so viel Freude und Spaß gemacht, aber wir hätten es natürlich gerne alles in Präsenz gehabt. War leider nicht möglich, aber wir haben es auch so organisiert bekommen. Ne? Und war ein tolles Erlebnis. Und das ist vielleicht nochmal wichtig, was gehört zu unserem Zielrahmen, was sind unsere langfristigen Ziele, es gehört ein Zielbild dazu, das heißt, wir setzen uns schon langfristige Ziele, was wollen wir in 5 Jahren gemeinsam erreicht haben, das sind Zielzustände formuliert, die auch messbar sind, daraus leiten wir eine Strategie-Map ab, was sind entsprechende, was jetzt ein klassisches Element ist der Strategieentwicklung, abgeleitet aus einer Balance Scorecard oder ein Element, was wir aus der Balance Scorecard beibehalten haben, wo alle strategischen Handlungsfelder abgeleitet sind, an denen wir arbeiten müssen, um unser Zielbild zu erreichen. Und bottom-up
von den, also das war top-down und bottom-up, die Mitarbeiter auch ein Bild entwickelt haben. Was sind ihre Wünsche, Vorstellungen, was ist ihnen wichtig für unser Unternehmen, was soll es sein in 2025? Und all das ist ein Zielrahmen, der für die nächsten 5 Jahre unser Handeln leitet und wo wir kontinuierlich ableiten, was ist jetzt wichtig zu tun, was gibt es zu tun, was ist wichtig, was müssen wir umsetzen, wo müssen wir jetzt den nächsten Schritt gehen. Und was wichtig ist, eben nicht Nützliches zu vermeiden, heißt, dass wir nur Dinge tun, die unseren gemeinsamen Zielen dienen. Und dafür brauchen wir diese transparenten, gemeinsam entwickelten Ziele. Wie man sowas entwickelt, könnten wir dann nochmal etwas näher einsteigen. Deswegen da oben der Vermerk, Deep Dive zu wagen. Es wird alles englischer, internationaler, auch bei uns. Das ist schon da der Hinweis dazu. Johannes, ich sehe dich, das heißt, es gibt eine Frage. Genau, es gibt zwei Fragen noch. Und zwar, du hattest gerade das Bild gezeigt, wo dann die Erarbeitung, ganz genau das, Dankeschön, ist es eine Auswahl von Mitarbeitern oder waren dann praktisch tatsächlich auch das im Prinzip die Führungskräfte, die da abgebildet sind? Das ist also, neben dem Strategieteam, welches an dem Tag nur moderativ sich beteiligt hat, waren das alles unsere nächste Führungsebene, also Gruppenleiter und, sorry, ich war schon wieder ins Englische abgedriftet, Gruppen- und Teamleiter und unsere Projektcoaches und sozusagen Vertreter einzelner Rollen im Unternehmen, also ein Mix aus ganz vielen, also erstmal auf jeden Fall alle Führungskräfte und dann nochmal eine Vertretung aus unterschiedlichsten Rollen, agile Projektleiter, Projektcoaches, unsere Key Account Manager waren alle mit vertreten. Also waren in Summe so um die 80 Mitarbeiter, die jetzt hier nicht alle zu sehen sind, sind nicht alle Bilder drauf, aber es waren 8 Teams, die jeweils ihr Bild entwickelt haben, der Strategie-Map und was dann gemeinsam auch mit Vertretern aus allen Teams gemeinsam harmonisiert wurde, zusammengeführt wurde und zu einer Strategie-Map. Genau. Und kannst du sagen, jetzt der Unterschied zwischen, also bei dem Prozess, so verstehe ich die Frage, Erarbeitung der Vision, Strategie-Map, wo waren die markantesten Unterschiede zwischen Bottom-up und dem Top-Down-Ansatz? So. Naja, ich glaube, also wir als Strategieteam Top-Down sind ja schon ich sage mal, mit der Vorgehensweise sehr vertraut. Ich glaube, was wir top-down dann nochmal auch bei jetzt gerade bei der Erarbeitung der Strategie-Maps transparent machen wollten, was sind so wichtige Stoßrichtungen, in die wir wollen, strategisch, was unser Portfolio angeht, was vielleicht auch einzelne Zahlen angeht. Und aber die Mitarbeiter natürlich sehr, sehr viel Erfahrung auch mitbringen, woran müssen wir denn arbeiten? Welche Prozesse passen nie? Was braucht es denn kulturell im Unternehmen? Und es ist halt eine tolle Kombination, dann Bottom-up, Top-down, die dann miteinander verschmelzen. Also ich habe das gar nicht so als herausfordernd angesehen. Es muss gut strukturiert, gut vorbereitet sein, gut orchestriert sein. Was so ein bisschen auch meine Aufgabe ist. Und dann ist es ein Stück weit die Moderation in den Meetings. Und die Gruppenleiter haben dann aufgrund dieser Erfahrung dann mit jedem ihrer Mitarbeiter in der Gruppe ein eigenes Gruppenmitarbeiterbild entwickelt und daraus dann sozusagen ein übergreifendes Mitarbeiterbild für alle Mitarbeiter entstanden, was sie dann auch vor dem Strategieteam vorgestellt haben, wo wir dann einfach auch noch Fragen gestellt haben und geschaut haben, passt das zu der Strategie-Map und zu dem Zielbild? Es hat wunderbar gepasst, es waren 2, 3 Sachen, wo wir gesagt haben, das passt nie ganz, das können wir nie gewährleisten, beziehungsweise das können wir nicht umsetzen, aber ansonsten hat das überraschend gut auch virtuell funktioniert. Also es ist eine Frage der Vorbereitung und der Strukturierung und der Moderation. Die Mitarbeiter haben da sehr gut mitgemacht und wollten das auch und waren super
Also den hat super, super viel Spaß gemacht und die haben sich sehr gefreut, dass ihre Meinung so viel zählt und dass ihre Wünsche und Anforderungen da jetzt auch Niederschlag gefunden haben. Also Habt ihr das in Ergebnissen irgendwie gesehen? Also jetzt war das Formel-1-Bild, sage ich mal, der ersten Vision und dann der Bottom-up-Ansatz, der anschließende, hat sich das in Ergebnissen irgendwie zeigen lassen, dass da große Unterschiede sind? Jetzt in der Aufbereitung dann der? Also ja. Ich verstehe so im Zielerreichungsgrad oder so, würde ich mal die Frage verstehen, ja. Ja. Na gut, dadurch, dass wir jetzt sehr stark ja auch Transparenz schaffen im Unternehmen schon und die Mitarbeiter beteiligen und viele Weilerklärungen geben, glaube ich, ging das jetzt schon einfacher. Damals, also hatten wir das noch nicht. Also das war das eine, dass wir die Vision ohne die Mitarbeiter entwickelt haben und Zielbild und sie auch gar nicht gefragt haben, dass wir es vielleicht auch schlecht kommuniziert haben und dass wir auch gar nicht, also uns wurde das nie abgenommen, sagen wir es mal so. Und damals hatten wir noch nie so eine offene Kultur und auch noch nicht so viel Transparenz zu dem, was wir tun und auch noch nicht die Beteiligungsmöglichkeiten. Also das haben wir sukzessive erst Ende 2014, Anfang 2015 eine Transparenz-Rallye, haben wir das immer genannt, gestartet mit unterschiedlichsten Dingen. Da komme ich dann noch dazu. Das war schon schwierig. Also wir haben da auch viele Mitarbeiter verloren, mal sagen. Ja. Okay. Also es wäre sicherlich ein Ergebnis, dass der Top-Down-Ansatz Mitarbeiter gekostet hat, um es jetzt mal vereinfacht vielleicht darzustellen. Noch eine ganz andere Frage. Auf dem Bild, das wir jetzt gerade sehen, sind, sagen wir mal, kleiner 15% Frauen. Liegt das daran, dass die, also ist es der Durchschnitt im Unternehmen? Fragen wir vielleicht so um. Oder findet ihr weniger weibliche Bewerber? Also es ist schon, also wir haben also in der Verwaltung, die sind jetzt hier nicht dabei, sehr viele. Wir haben aber auch sehr viele Softwareentwicklerinnen und immer mehr auch Frauen in Führungspositionen. Aber ich glaube, die Herausforderung, also ich bin die Einzige im Strategieteam, musste aber immer schon viel mit Männern auskommen. Im Studium schon war ich eine von 6 studierenden Frauen in der Studienrichtung. Das ist eine Herausforderung und wir wissen alle, dass Frauen da auch natürlich gut tun, aber es ist auch eine Frage der Förderung. Ich wurde auch gefördert, da haben wir, glaube ich, auch noch viel zu tun, aber ich glaube, wir haben da jetzt bestimmt nicht so eine, wie soll ich sagen, also ich könnte es jetzt gar nicht sagen, muss man unseren HR Leiter fragen, welche Frauenquote wir haben. Ich kann es jetzt wirklich gar nicht sagen. Das ist auch nie, also ich, auch wenn ich die Frau bin, nie das, was jetzt uns so extrem treibt, da eine gewisse Frauenquote zu erzielen. Ja, Dankeschön. Okay, gut, hier waren wir. Kommen wir zur Transparenz-Rallye. Der dritte Erfolgsfaktor, wozu schaffen wir Transparenz? Zum einen natürlich auch zu den Zielen, zur Strategie, wohin soll es gehen, wie wollen wir es erreichen. Da ist jetzt als einen Auszug jetzt mal die Strategie-Map dargestellt. Das war die Strategie-Map, die wir bis 2020 haben. Sie zeigt halt alle Handlungsfelder, die uns zum Ziel führen und die wir bearbeiten müssen, ganz transparent auf einer Folie. Die hing auch überall aus. Also zum Beispiel hatten wir ein Ziel, dass wir so und so viel Prozent unseres Umsatzes sollten Projektgeschäft sein, um diesen Geschäftsmodellwandel vom Consulting zum Projektgeschäft Rechnung zu tragen. Bedeutete eben aber auch für die Ebene Potenziale heben, dass wir die Kompetenz im Projektgeschäft aufbauen und vertiefen sollten. Ne? Das waren jetzt noch keine konkreten Maßnahmen, sondern wirklich zu sagen, welche Fähigkeiten müssen wir aufbauen, was müssen wir optimieren, was müssen wir einführen, was müssen wir schaffen, um zum Beispiel eines dieser Ziele zu erreichen. Aber eben auch zum Beispiel, dass 90% unserer Mitarbeiter, oder nee, 80% war es, nicht mehr reisen müssen, sondern an ihren Heimatstandorten
arbeiten können. Das heißt, von 90% Reisetätigkeit unserer Mitarbeiter hin zu, also auch fast 90% unserer Mitarbeiter sind zu 90% gereist, die eben sozusagen dazu das Geschäftsmodell so zu wandeln, dass wir an unseren Heimatstandorten arbeiten können und nicht mehr so viel reisen müssen. All solche Sachen sind auf dieser Strategie-Map dann abgeleitet dargestellt worden. Und sie lösen natürlich, weil sie Vertrieb adressieren, das sind Vertriebshandlungsfelder drauf, Marketing, Portfolio-Themen, finanzielle Dinge, aber eben auch viele Dinge, die, ich sag mal, aus Recruiting, aus Personalentwicklungssicht wichtig sind, Kompetenzaufbau, Weiterentwicklung wichtig sind, Niederschlag gefunden haben und damit eine Folie, eine Strategie-Map diese Silos auflöst, nämlich weil sie alle Dinge darstellt. Also es sind alle Handlungsfelder abgetragen, die wir bearbeiten müssen, gemeinsam im Strategieteam und damit sie auch das Herzstück unserer Kommunikation darstellen, den Zielrahmen und der uns sozusagen die Orientierung gibt und wo wir auch regelmäßig dann priorisiert haben, eine Art Entscheidungsbasis auch ist. Also das machen wir transparent, sehen wir dann auch gleich nochmal am Beispiel. Das findet jetzt gerade nicht so statt. Das ist eins meiner Eigenkreationen, ein Flipchart-Kleiderständer. Wir haben sehr, sehr viel analog im Strategie-Meeting gearbeitet, weil es halt auch einfach die Zusammenarbeit gefördert haben. Strategie-Meetings waren ausschließlich fast in Flipcharts vorbereitet. Und das hat uns wirklich sehr geholfen. Man kann wirklich sagen, analog first, digital second. Es muss erstmal das ganze analoge funktionieren, ehe man was digitalisieren kann. War uns sehr, sehr wichtig. Aktuell versucht man das mit allen möglichen anderen Werkzeugen aufzufangen, was Miro, Whiteboard, was auch immer, was es da alles gibt, zu kompensieren und auch das vielleicht mal jetzt noch in eines der ersten Flipcharts, nämlich unsere Meilensteine zur Vision, die wir transparent gemacht haben, die ich zu jedem Meeting mit hatte, die Meilensteine zu unserer 2020-Vision mit den 6 KPIs, die wir uns da gesetzt haben. Können wir dann gerne später nochmal im Detail drauf eingehen, aber das war wichtig, das transparent zu machen, auch immer Transparenz im Team zu haben, aber dann natürlich auch gegenüber unseren Mitarbeitern auch zu zeigen, was tun wir denn, um unsere Ziele zu erreichen und unsere Strategie, welche Initiativen setzen wir um, und auch da haben wir immer in den Mittelpunkt unsere Strategie-Map gesetzt und dann nach jedem Strategie-Meeting einen neuen Strategiesprint verabschiedet mit neuen strategischen Initiativen, die wir umsetzen wollen, und auch immer dargestellt, worauf zahlt denn diese strategische Initiative ein, die wir da gerade umsetzen. Thema neues Portfolioelement, Ausbau, Portfolioelement, Testcenter, ganz klar auf das Handlungsfeld Portfolio festlegen, Weiterentwicklung, Wettbewerbsvorteile schaffen. Somit hatten Mitarbeiter direkt die Weilerklärung, ohne viel zu kommunizieren, sondern direkt auch nur, um dieses Sprintplakat sich anzuschauen, was wir dann auch immer neben unser Taskboard gehangen haben, da jeder Mitarbeiter sieht, was läuft aktuell im Sprint, hier in dem war es, hat man 1, 2, 3, 4, 5 strategische Initiativen, die parallel liefen in dem Strategiesprint für 4 Monate und auch noch ein Punkt, Optimierung agiler Strategieprozess, das heißt, dort fallen immer alle strategischen, alle Retro-Action-Items aus unseren Retrospektiven rein, die dann umgesetzt werden, um unseren Prozess, unser Vorgehen zu verbessern. Auch das machen wir für unsere Mitarbeiter völlig transparent. Johannes. Ja, wir haben noch eine Frage, die ganz spannend ist. Und zwar, sind die KPIs die Vision selbst sozusagen oder wurde zeitgleich eine inhaltliche Vision formuliert? Wir haben, also Vision war, muss man jetzt wirklich sagen, das ist nie so, auch nie so visionär. Ich glaube, da können wir auch noch viel lernen. Wir sind der Spezialist für Individualsoftwareentwicklung, war damals die Adaption zu, wir sind die Formel 1 der Softwareentwicklung. Damit haben wir uns dann nicht mehr beschäftigt, sondern wir haben wirklich überlegt, was wollen wir im Ziel erreichen und haben Zielzustände formuliert. Und das sieht man dann, muss mal gucken, ob ich das noch dann irgendwo anders habe. Es gibt ausformulierte Zielzustände, die beinhalten diese 6 KPIs. Das war hier, wir sind in der Lage, ich weiß jetzt nicht mehr ganz auswendig, wir sind in der Lage, Projekte mit einem Volumen von 2,5 Millionen umzusetzen, was sehr viel Projektexzellenz bedeutet, was sehr viel
ja, Kompetenz in der Abwicklung von Projekten, auch was Risiko angeht, bedeutet. Ich glaube, die 60% waren, dass 60% unserer Mitarbeiter nicht mehr reisen müssen, sondern an ihren Heimatstandorten arbeiten können. Dass wir 6 eingespielte agile Projektteams haben, die schon über 2 bis 3 Jahre kontinuierlich zusammen Projekte für Kunden umgesetzt haben. Dass wir 42 Millionen Euro Umsatz machen, 15% EBIT und dass der Umsatz für vollständige Softwareentwicklungsprojekte bei 40% liegt. Das waren, glaube ich, so die 6 Zielzustände, die wir formuliert haben, und daraus haben wir dann die strategischen Handlungsfelder der Strategie-Map abgeleitet. Also es ist schon ausformuliert gewesen. Aber mit einer ganz tollen Vision, ja, das hatten wir dann erstmal ad acta gelegt aufgrund der Erfahrung. Uns war es wichtiger, eher darüber zu sprechen, was wollen wir gemeinsam erreichen. Muss natürlich auch eine Vision münden, aber ich würde mal sagen, da sind wir noch stark verbesserungswürdig. Und jetzt kommt dazu, dass wir uns natürlich auch ein Stück weit diese Ziele auch von der Zeiss-Vision, von den Zeiss-Werten und deren Prinzipien ableiten müssen. Also kommt jetzt ein neuer Input-Faktor dazu für uns. Genau. So viel zum Strategie-Sprint, den wir transparent machen. Und jetzt kommen wir auch schon zu der einen Frage, die es vorhin auch schon gab. Wir machen alle strategischen Initiativen auf dem schon angesprochenen Strategie-Board für alle Mitarbeiter transparent. Das ist ein Taskboard, ist eine Oberfläche zu Atlassian Jira. Und da kommen wir zu dem Lean-Gedanken. Wir wollen nur das sehen, was wirklich wichtig für uns ist. Jira ist ein mächtiges Tool. Das war uns zu unübersichtlich. Wir wollten was ganz, was ganz Leichtes, was sich eignet für kollaborative Zusammenarbeit, was gut bedienbar ist, was für Dailies geeignet ist. Und das haben wir dann eben auch aus der Softwareentwicklung, unsere Projektteams haben das schon eingesetzt, haben wir dann auch für die strategische Weiterentwicklung eingesetzt. Sie sehen hier alle strategischen Initiativen, die in einem Strategiesprint umgesetzt werden. Eine strategische Initiative ist eine Zeile, die man aufklappen kann, und dann sieht man alle Aufgaben, die aktuell noch offen sind im Sprint, die in Bearbeitung sind und die schon fertig sind. Und zum Ende eines Sprints sollte der grüne Balken möglichst ausgefüllt sein. Und das ist ein wichtiger Punkt. Wir sehen so immer, wo stehen wir in den 4 Monaten für jede Initiative. Und jeder Mitarbeiter kann auf das Board zugreifen und sich informieren, was läuft gerade aktuell, wer ist wofür verantwortlich, wen kann ich ansprechen, habe ich vielleicht einen Input zu einem Thema, will ich mich beteiligen, dann melde ich mich bei dem Owner der strategischen Initiative, der immer aktuell noch ein Mitglied des Strategieteams ist, um die Verzahnung herzustellen. Also so schaffen wir Transparenz, und die Boards sind an allen Standorten der ZDI, so nennen wir uns jetzt abgekürzt, an allen Standorten auch transparent. Man kann aber auch über den Browser darauf zugreifen, was jetzt eher das Tagesgeschäft ist im Grunde genommen. Und auch Transparenz mit unserem Wiki, unserem Strategieportal. Es gibt zu jeder strategischen Initiative einen Bereich, wo das Team ganz offen und transparent dokumentiert, die Ergebnisse transparent gemacht werden und jeder Mitarbeiter, wenn er denn mag, sich da einlesen kann, obwohl, denke ich, die meisten das eigentlich nur tun, wenn sie einen Hintergrund haben, eine Frage haben oder was beisteuern möchten und eben auch alle Dinge zum Prozess, zum Vorgehen relevant ist, jeder lesen kann, wie kann er sich beteiligen, was läuft gerade aktuell, und wir als Strategieteam auch da unseren Dokumentationsbereich haben. Das ist aber dann ein geschlossener Bereich, wo wir Dinge vorbereiten und unsere Strategie-Meetings dokumentieren. Das vielleicht zum Thema, wie schaffen wir Transparenz zu strategischen Initiativen. Und zum Umsetzungsstatus gibt das Board auch schon einen Hinweis. Aber was wir auch gelernt haben, und das haben wir auch erst Ende 2014, Anfang 2015, das Board haben wir da eingeführt. Da gab es aber damals nur kleine Stand-ups. Wir haben sozusagen das
Vorgehen, die Scrum-Methodik in der Softwareentwicklung fürs Management und für den Strategieprozess dann adaptiert und haben gesagt, okay, wenn die in der Softwareentwicklung Dailies machen, dann lasst uns doch 14-tägig Strategie-Stand-Ups machen, um zu erfahren, was ist die letzten 14 Tage passiert, was machen wir die nächsten 14 Tage in der strategischen Initiative, weil wir haben gemerkt, dass wenn wir uns nur alle 4 Monate im Strategieteam treffen, in den 4 Monaten wir gar nicht wissen, was passiert in der Initiative, wie ist der Umsetzungsstatus, und dann im Strategie-Meeting gemerkt haben, oh Gott, das ist gar nicht das, was wir uns vorgestellt haben, und außerdem, wieso habt ihr nie Bescheid gegeben, dass das und das passiert ist, wir hätten da einen Entscheidungsbedarf. Also wir haben dann wirklich gesagt, wir müssen den Umsetzungsdruck ein Stück weit mehr erhöhen, haben ein Strategie-Stand-up damals nur mit den Ownern der strategischen Initiativen durchgeführt, vom Personalbüro. Und das hat sich halt auch sukzessive entwickelt. Wie können wir das weiterentwickeln, das Stand-up von Sprint zu Sprint? Sind wir da dem Ziel, wie wir heute agieren miteinander, sozusagen näher gekommen? Das heißt, wir machen 14-tägig ganz offene Strategie-Stand-ups für alle Mitarbeiter, die daran teilnehmen können, sich zuschalten können, wenn sie mögen, und sich innerhalb von einer Viertelstunde einen Überblick darüber verschaffen können, wie ist der Status zu jeder einzelnen strategischen Initiative im Sprint, und danach auf die Owner zugehen können und Fragen stellen können. Und da sieht man jetzt hier vornehmlich noch das Setup, wie es war, als wir uns noch von jedem Standort zuschalten konnten, war das auch ein wesentliches kulturelles Element, dass man sich alle 14 Tage gemeinsam sieht, ein Zusammengehörigkeitsgefühl entwickelt und jeden Standort begrüßt, sozusagen, und ja, das Zusammengehörigkeitsgefühl hat und erst dann einsteigt in die Berichterstattung zu den einzelnen Initiativen. Jetzt sieht es so aus, jeder Owner berichtet jetzt virtuell, und am Ende schalten wir uns alle zu und winken uns, obwohl wir uns jetzt gar nicht mehr alle sehen, weil MS Teams, ich glaube, mehr als 50, 60 Personen nicht zulässt. Und teilweise jetzt aber, würde ich mal sagen, waren es in der letzten Zeit so 130, 140 Mitarbeiter, die am Stand-up teilgenommen haben und sich informiert haben. Aber wir haben eine harte Timebox von 15 Minuten. Johannes. Ja, jetzt nochmal eine Nachfrage bezüglich der Darstellung von dem Reporting der einzelnen Initiativen. So, und zwar hattest du ja gesagt, das ist Atlassian Jira, und ihr habt es umprogrammiert, oder das ist eine separate Programmierung, oder was genau ist es nochmal? Das ist ein Add-on, was man im Apps, ich weiß gar nicht, wie heißt das bei Atlassian, im App Store, heißt das da auch App Store? Wahrscheinlich nie, aber die haben ja viele zusätzliche Tools, die da entwickelt werden. Add-ons zu Jira, Atlassian, was man dort auch einsetzen kann. Ich glaube, das ist da auch noch verfügbar. Eteo Board heißt das. Ein Team, ein Office Board ist das. Okay, Dankeschön. Genau. Ich habe jetzt ein Video noch, aber ich habe jetzt, glaube ich, nie mit Ton geteilt. Müsste ich die Teilung nochmal zurücknehmen, ne? Das, ja, du kannst tatsächlich auch bei der... kann ich das? Oder ist, eine Frage noch. Ja? Gibt es noch die Pizza-Runden? Da erinnert sich jemand anscheinend an den letzten Beitrag von dir. Nein, gerade aktuell nie. Aber die sind im Video noch drin. Also ich habe kein aktuelles Video. Es ist wirklich nur ein Video von... Ich kann das auch ohne Ton abspielen, aber... Also was funktioniert es, wenn du bei dem Mikrofon auf das Dropdown-Menü aufmachst und sowohl beim Lautsprecher als auch beim Mikrofon wie Systemeinstellungen anhakst, dann müsste der Ton mitkommen. Aber jetzt hier bei meinem Ton vom Laptop? Der müsste... Wenn du, wie gesagt, wie Systemeinstellungen hast, mitkommen. Wir probieren es im Zweifel aus, würde ich sagen. Ich kann es ja auch ohne Ton. Ich kann ja dann erstmal, ich kann das jetzt mal abspielen und dann. Wenn man den Bildschirm teilt, ist unten links ein Haken, den man setzen muss, bei Ton übertragen wird. Ne? Dann. Okay. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this.
3. Das ist immer wieder schön zu sehen, weil ach, ich vermisse es wahnsinnig, findet gerade aktuell gar nicht statt. Wie Sie jetzt sehen konnten, ist das wirklich ein wertvolles kulturelles Element und wir feiern unsere Erfolge. Das heißt, immer wenn wir einen Task schieben, wird das gefeiert. Freuen wir uns auch zum Ende des Sprints, wenn der grüne Balken komplett ausgefüllt ist für die strategische Initiative, freut uns das immer sehr. Und ja, wir versuchen das ins Virtuelle gerade zu übertragen, beziehungsweise schon die ganze Zeit. Es gelingt uns, denke ich, ganz gut und bietet auch wieder andere Vorteile. Aber ja, uns fehlt der intensive Austausch in Präsenz. Johannes, du hast eine Frage. Ich habe noch eine Frage, und zwar genau, wie viel von dem kommunikativen und geschmeidigeren, von dieser Kultur, die wir gerade auch gesehen haben, wie viel konntet ihr bisher mitnehmen zum Besitzerwechsel, also zu Zeiss sozusagen? Also es hat sich einfach aus meiner Sicht noch weiter intensiviert. Wir sind zwar jetzt mehr geworden und es wird jetzt unsere Herausforderung sein, das alles zu skalieren. Die Organisationsstruktur, die Kultur, die Vorgehensweisen, all das, was uns ausmacht, das wird eine Riesenherausforderung, weil wir stehen schon an der Stelle jetzt, wir sind jetzt ja bei 400 Mitarbeitern und das Wachstum ist, haben da sukzessive jetzt weitere Schritte auch dabei. Und was positiv ist und ja, dass wir auch weitere Mitarbeiter gewinnen können, spulen ja alle um die gleichen IT-Fachkräfte, ist, glaube ich, das, was wir schon haben als Kultur und was uns so erfolgreich gemacht haben, schon wichtig und sicherlich auch ein Punkt, warum weitere Mitarbeiter sich uns anschließen gern wollen und warum viele bleiben. Also ich kann jetzt die Fluktuation, also wir haben so gut wie keine Fluktuation mit der Integration und der Heirat der Zeiss AG mit uns. Es war ein Verschmelzen und kein Schlucken, würde ich jetzt mal sagen. Also so haben wir es gelebt, auch in unserem Integrationsprojekt, wo wir genau das Vorgehen auch angewendet haben mit unseren Zeiss-Kollegen in der Integration. Wir haben eigentlich durch die Integration keinen verloren und das war eigentlich ein Zeichen, dass wir zum einen vieles richtig gemacht haben in der Integration, aber auch, dass es keine Dinge gab, die da jetzt verloren gegangen sind, bis jetzt zumindest, die uns bisher ausgemacht haben. Und da wir wissen, was es bedeutet, viele von früher ja da sind noch, wie es vorher war, wir wissen, was uns ausmacht, was uns wichtig ist und was wir unbedingt beibehalten sollten, was, sagte man jetzt die Frame Conditions, was die Basisbedingungen sind, auch für jegliche strukturelle Veränderungen, die vielleicht auch mal anstehen. Ja. Also ich bin nach wie vor guten Mutes, dass wir das weiter fortführen können und im Grunde genommen war das ja auch ein Punkt für die Carl Zeiss AG, uns zu übernehmen, weil das, was uns ausmacht, sicherlich auch wir weiter in den Zeiss-Konzern tragen können und uns da austauschen, bin ich ja auch schon intensiv im Austausch mit vielen Kolleginnen und Kollegen zu unseren Erfahrungen, zu kulturellen Dingen, zu Vorgehensweisen. Da finden schon Adaptionen statt. Das heißt, wir unsere Erfahrungen auch in die Zeiss-Welt tragen und im Rahmen der Digitalisierung bei Zeiss mitprägen, aber auch die Kultur mitprägen können. Das sehen wir als ja auch als strategisches, auch als strategische Aufgabe. Also zumindest ist das auch eins meiner Ziele. Dankeschön.
Genau. Ja, als letzten Punkt Werte und Prinzipien transparent zu machen, denke ich auch total wichtig. Im Grunde genommen, warum ist das eben so wichtig, Transparenz zu schaffen? Als wir angefangen haben, Transparenz zu schaffen zu dem, wo wir hinwollen, was wir tun, um die Ziele zu erreichen, was uns wichtig ist, was Rahmenbedingungen sind, war eigentlich der Stein gelegt für, also ab dem Moment haben wir eigentlich nochmal so richtig Speed aufgenommen und es war ab dem Moment eben möglich, dass die Mitarbeiter sich beteiligen können, sie sehen, woran wir arbeiten, wo sie vielleicht schon Erfahrung haben, wo sie sich einbringen können. Es hat den Kulturwandel eingeläutet. Sie haben sich selber zu den Dingen committed. Sie waren ja dann auch in die Zielbildentwicklung mit eingebunden. Also Transparenz ist auch ein riesen Erfolgsfaktor aus unserer Sicht, also nach den Erfahrungen, die wir auch gemacht haben. Und ab dem Moment, wo wir Transparenz zu all diesen Dingen geschaffen haben, also so richtiger Ruck nochmal durchs Unternehmen gegangen ist. Das war wirklich eminent wichtig, auch für unsere Weiterentwicklung. Und dann war der Punkt der Einbindung und Beteiligung möglich in die Zielbildentwicklung, aber auch in die Mitwirkung strategischer Initiativen, also in die Dinge, die wir im Strategie-Meeting verabschieden, wo wir sagen, das müssen wir jetzt tun, das wollen wir damit erreichen. Das machen wir transparent und dann kann sich jeder Mitarbeiter melden und beteiligen und mitwirken in der Umsetzung. Dann bildet sich ein Initiativenteam, was auch nach Scrum, nach der Scrum-Methodik arbeitet, adaptiert oder skaliert aus unserem Strategieprozess, sich in Teams organisieren und selber im Team dann oder das Team sozusagen durch die strategischen Initiativen den Wandel des Unternehmens mitgestalten kann, aber nur die möchten. Also das ist ja auch komplett freiwillig. Heißt nicht, dass wir jetzt rausstellen, dass das die tollen Mitarbeiter sind, die da mitwirken, sondern alle Mitarbeiter leisten einen Teil, das ist uns auch total wichtig, zur Weiterentwicklung des Unternehmens, auch wenn sie in Anführungsstrichen nur im Kerngeschäft, in den Softwareentwicklungsprojekten arbeiten. Sie finanzieren die Investitionen, die wir da tätigen mit der Weiterentwicklung, mit den Initiativen mit und leisten auch so ihren Beitrag. Und das war auch immer so wichtig, dass wir nie jemanden einzeln loben oder ein einzelnes Team loben, sondern Mitarbeiter herausstellen, sondern versuchen da auch das dann, wenn, unter vier Augen zu tun, um da auch keine Irritationen oder auch keine, ja, warum werde ich für mein Projektarbeit nie gelobt? Warum loben sie nur den? Oder wieso haben sie jetzt das Projekt gelobt und nie unser Projekt? Also das versuchen wir zu vermeiden, indem wir das dann eher so auch allgemein halten und dann, wenn, unter vier Augen tun. Und dass wir halt jetzt auch zwischen den Projekten viele Austauschformate geschafft haben, unseren Projektmarktplatz, wo sich Teams und mit ihren Problemen an den Marktplatz gehen können und schauen, gibt es Mitarbeiter, andere Projektteams, die diese Probleme, Herausforderungen schon gelöst haben und sehr viele Austausch- und Zusammenarbeitsformate entwickelt haben, um diesen Wandel gemeinsam zu gestalten, aber eben auch, und das wird jetzt je mehr wir wachsen, je größer wir werden, die Eigenverantwortung noch mehr zu stärken, dieses unternehmerische Bewusstsein noch mehr transparent und zu schauen, dass diese Transparenz und diese Silos nicht wieder entstehen, wenn wir Dinge verändern, sondern dass nach wie vor eine Durchlässigkeit herrscht zwischen den Bereichen, aber eben auch top-down wie bottom-up und die Probleme, die es gibt, auch bei uns ankommen nach wie vor in der Unternehmensführung. Und ja, das hatte ich schon gesagt, also da haben wir auch gemerkt, es macht halt einfach so viel Spaß, die Mitarbeiter einzubinden und auch eben wirklich immer diese Weilerklärung zu geben. Es gibt sich nie jemand mehr damit zufrieden, wenn man jetzt irgendwas sagt, das ist jetzt so und nicht dazu sagt, warum. Das wird immer schwieriger und das ist auch nie unser Anspruch, das zu tun, sondern auch immer zu sagen, warum tun wir was, warum haben wir so entschieden, und das auch transparent machen. Und hier sehen Sie mal ein Bild. Das war damals die größte Gruppenarbeit ever im Dynamo-Stadion, meinem zweiten Zuhause. Bin auch unserem Fußballverein sehr zugewandt, wo wir das Mitarbeiterbild für 2020 gemeinsam entwickelt haben. Genau. Johannes.
Vielen Dank. Ich habe hier noch eine Frage, und zwar die Definition der Werte und Prinzipien auf der Folie 43. War das auch Bestandteil der Strategieentwicklung selber oder wo kamen die her? Die haben sich eigentlich erstmal so grundsätzlich in unserer Zusammenarbeit entwickelt, was uns als Strategieteam in der Zusammenarbeit wichtig war. Und das ist keine Raketenwissenschaft. Das war halt dann wirklich Offenheit, Vertrauen, Respekt, Wertschätzung, aber eben auch so Prinzipien wie Fokussierung, Priorisierung, Zielorientierung, Ergebnisorientierung. Das haben wir dann regelmäßig bewertet im Strategieteam. Wo stehen wir da? Wie empfinden wir das? Und das war auch immer so am Anfang ein Eintritt in unsere Retrospektive zu schauen. Wo stehen wir da, wo haben wir Verbesserungsbedarf und das aber eben auch in den strategischen Initiativen, diese Werte und Prinzipien in der Zusammenarbeit eben dann auch eine Ebene weiter runter, weiter unten, obwohl das jetzt auch ja, in der nächsten Ebene anzuwenden, nämlich in der Umsetzung der strategischen Initiativen, nie ein Kulturprojekt zu machen und zu sagen, das ist unsere Kultur, und daran müsst ihr euch jetzt halten, sondern es wirklich in der Zusammenarbeit, in der Umsetzung der Maßnahmen transparent zu machen und es gemeinsam zu leben. Es war ja immer einer vom Strategieteam auch Bestandteil des Initiativenteams und ist damit zum Teammitglied geworden und hat mitgearbeitet. Und wir haben das gemeinsam dann erarbeitet, gelebt in der Zusammenarbeit, im Doing. Und so hat sich diese Kulturveränderung Jahr für Jahr durch das Vorleben und Zusammenarbeiten ausgebreitet, will ich mal so sagen. Ja, und das, ja, durchs Tun. Okay, Dankeschön. Jetzt noch die Nachfrage. Es geht also um einen kontinuierlichen Strategieentwicklungs- und Anpassungsprozess mit eben der permanenten Anpassung. Ja. Um sich permanent an den Markt wiederum natürlich auch den Markt auszurichten. Ja? Das da kommen also wir gleich. Also ich habe gleich, das sehen wir gleich auf, glaube, übernächsten Folie, wenn ich es richtig im Kopf habe, sieht man das Framework und den Prozess und das Vorgehen in Summe. Da würde ich das nochmal kurz erläutern, aber genau das ist es ja. Okay, danke schön. Ich ganz kurz einen Hinweis noch an alle Teilnehmer. Ich würde Sie an der Stelle schon mal bitten, praktisch beim Mentimeter nochmal eine Frage weiterzuschauen, wo wir uns jetzt praktisch entscheiden können für uns, an welcher Stelle wir noch ein bisschen tiefer reinblicken, dass man da schon mal sich jeder kurz damit beschäftigt. Dankeschön. Genau, und das ist der Punkt Ability to Execute. Also das war schon gesagt, die PS auf die Straße. Uns fällt so kein guter deutscher Begriff ein, die PS auf die Straße zu bekommen, könnte ich auch hinschreiben. Wirklich diese Dinge, also in die Umsetzung zu kommen, nicht so zu lange zu reden und zu philosophieren und Konzepte zu schreiben, sondern das auch, was in der Softwareentwicklung gut funktioniert, in der agilen Softwareentwicklung auch, ich sag mal, für die Weiterentwicklung operativ, wie strategisch, als Mehrwert ja, umzusetzen. Und das hat sich über die Jahre dann entwickelt. Also zum einen die Führung und die Zusammenarbeit als wesentliche Erfolgsfaktoren, der Zielrahmen, der zum Framework dazugehört, jeweils für 5 Jahre. Und dann ist es so, dass wir alle 4 Monate diese strategischen Handlungsfelder auf unserer Strategie-Map priorisieren und schauen, wo gibt es besondere Chancen, wo gibt es besondere Herausforderungen, Risiken, was ist euch als Strategieteam wichtig, worüber müssen wir jetzt als nächstes sprechen und wo müssen wir Maßnahmen einleiten, um einen nächsten Schritt gehen zu können. Und das können ganz unterschiedlichste Dinge sein. Eine strukturelle Veränderung, neues Portfolioelement, neue Fähigkeiten im Unternehmen aufzubauen. Alles, was einer Weiterentwicklung dient. Und dann haben wir eben unser 2-tägiges großes Strategie-Meeting alle 4 Monate, wo wir dann diese Themen besprechen, die uns wichtig waren. Und am Ende des Strategie-Meetings eben auch neue Initiativen starten. Und aufgrund der Handlungsfelder ableiten, was wäre denn eine Maßnahme, um dieses Handlungsfeld zu bearbeiten, einen Zielzustand festlegen für eine Initiative und dann diesen Strategiesprint mit den nächsten Initiativen freigeben und alle in diesen 4 Monatsscheiben dann sozusagen umsetzen. Das heißt nicht, dass eine strategische Initiative dann schon in 4 Monaten beendet sein muss, aber
Wir teilen, wenn sie länger läuft, wie ein neues Portfolio-Element, das führt man nie innerhalb von 4 Monaten ein, aber vielleicht schaffen wir das auch mal. Dann definieren wir einen Zielzustand für die Initiative. Was wollen wir mit der Initiative bis wann erreichen? Und das sollte auch messbar sein. Und dann überlegen wir uns als erstes, was wollen wir in den ersten 4 Monaten erreichen und definieren dafür ein Sprintziel. Und das geben wir dann frei und auch nur für die ersten 4 Monate das Budget für diese jeweilige Initiative, die umgesetzt wird. Was wir nicht machen, wir überlegen uns nicht, wie kommen wir in Summe zum Ziel der Initiative, machen kein großes Konzept, sondern eher mal eine Marktanalyse, eine Art Sprint Null vielleicht, eine Marktanalyse. Aber wir wissen im Endeffekt noch nicht von vornherein, was uns jetzt die Umsetzung dieser Initiative kostet, weil man ja auch wirklich nie weiß, was jetzt beim Gehen des Weges noch so alles passiert. Es bilden sich Teams zu diesen strategischen Initiativen mit Mitarbeitern und einem aus dem Strategieteam, ganz interdisziplinär zusammengesetzt. Da verwischen die Rollen und Reifegrade und Schulterklappen, will ich jetzt mal sagen, aber die Hierarchien komplett zu einem Team. Und dann haben wir unsere 14-tägigen Stand-ups, wo wir immer schauen, wo stehen wir in diesem 4-Monats-Sprint alle 14 Tage in der Umsetzung, um da transparent zu haben, wo müssen wir vielleicht mal einschreiten. Und das ist komplett transparent für die Mitarbeiter. Und dafür sind uns auch bestimmte Werte und Prinzipien wichtig, wie schon angesprochen. Und das Framework, wie es so entstanden ist, also wir machen alle 4 Monate im Strategie-Meeting auch eine Retrospektive, hinterfragen das, was können wir besser machen. Dadurch gestaltet sich oder verändert sich dieses Framework und das Vorgehen auch immer wieder in kleineren Teilen und wird uns immer, also passt sich unserem Vorgehen und den Bedürfnissen, den Marktbedürfnissen auch an. Und wir werden, also wir haben die langfristigen Ziele im Blick und werden kontinuierlich besser. Sieht man jetzt hier auch nochmal abgebildet. Eigentlich auch eine entsprechende Scrum-Adaption mit Review des abgelaufenen Strategiesprints, einer Retrospektive zum Sprint und einer Planung des neuen Strategiesprints und einer danach folgenden Umsetzung, die 4 Monate ist, was wir als sehr praktikabel ansehen in der strategischen Weiterentwicklung. Ne, in der Softwareentwicklung sind es 14 Tage für einen Sprint, bei uns jetzt hier 4 Monate. Johannes. Wie geht ihr denn mit Sprints um, mit Initiativen um, die praktisch in den 4 Monaten von einem Sprint nicht fertig werden? Ja, das ist, dann gibt es unter Umständen, also vielleicht ist das, wir haben ja auch zu jeder Initiative, also es gibt so, es ist eine Art Definition of Done. Das heißt, zum einen müsste natürlich, wenn wir das noch als relevant ansehen, der Zielzustand der Initiative erreicht sein. Also das kann aber mehrere Sprints beinhalten, die Initiative. Dann ist es wichtig, dass eine Initiative nur zu Ende ist, wenn der Zielzustand erreicht ist und wenn aber auch klar ist, wer übernimmt das Thema im operativen Geschäft, dass alle Ergebnisse dokumentiert sind, wie können wir zukünftig eine Erfolgsmessung durchführen. Also da gibt es bestimmte Kriterien, wann eine Initiative fertig ist. Und wenn wir nicht alle Aufgaben und Sprintziele erreichen in einem Sprint einer Initiative, wenn sie denn hätte in einem Sprint fertig sein sollen, dann übernehmen wir die noch mit im nächsten Sprint. Und so ehrlich muss man auch sein, in der Regel setzen wir uns immer zu hehre Ziele. Also in der Regel würde ich sagen, waren wir zu optimistisch, will ich mal sagen, was den Umfang in den 4 Monaten angeht, weil da kommen ja auch immer noch Sachen dazu zum Operat. Das ist ja alles parallel zum Tagesgeschäft, aber dennoch gehen wir immer einen Schritt weiter in der strategischen Weiterentwicklung, weil immer Dinge auch umgesetzt werden, auch wenn wir nicht alles schaffen. Das reflektieren wir auch immer und planen entsprechend, aber es müssen natürlich auch anspruchsvolle Ziele sein. Und das ist aber auch kein Problem, wenn wir was nicht schaffen, dann führen wir die Initiative auch fort und setzen die Dinge, die wir unbedingt noch schaffen wollen, dann im nächsten Sprint um. Und das ist, also es ist halt nur wichtig, dass wir uns als Strategieteam bewusst machen, warum haben wir vielleicht Dinge nicht geschafft, was können wir im Vorgehen, im Prozess besser machen. Und wir committen uns dazu, die Initiative fortzuführen und die ausstehenden Aufgaben dann im nächsten Sprint umzusetzen. Okay, danke. Das Moderations-Setup, hat es ein Vorbild? Wurde es auch schon extern moderiert oder ist es vielleicht aus dem eigenen Team heraus entstanden? Die Moderation des Strategie-Meetings?
Ja, so verstehe ich das, genau. Ja, am Anfang hatten wir einen externen, der so, ja, so eine Art Führungskräftecoach, der viele Sachen mit uns gemacht hat, der eher, der natürlich auch das Strategie-Meeting am Anfang moderiert hat, aber als wir dann die Scrum-Methodik adaptieren wollten und ich das dann auch so entsprechend mit vorbereitet hatte mit unserem Inhaber, haben wir ihn etwas abgehängt, sagen wir es mal so, zumal er sowieso auch mal die 4 Monate als Externer nicht dabei war und wir langsam auch als Reif, also als Strategieteam den Reifegrad hatten, das selber zu übernehmen. Also ich habe sozusagen dann Ende 2014, Anfang 2015 die Moderation des Strategie-Meetings übernommen und in dem Moment haben wir auch das Vorgehen im Strategie-Meeting und des Strategiesprints, also diese Adaption, umgesetzt. Und damit war eigentlich, waren die Standard-Agenda-Punkte, also das ist halt einfach so toll und so praktikabel für Strategie-Meeting schon gegeben. Wir machen Review des abgelaufenen Sprints, eine Retro und wir machen Planning und dazwischen haben wir oft nochmal dann Dinge, wo wir längere priorisierte Themen haben, woraus neue Initiativen entstehen können, oder wo wir uns einfach als Strategieteam mal zu einem Thema austauschen wollen, was uns wichtig ist. Muss nicht immer in einer Initiative münden, aber die 2 Tage sind schon sehr heilig für uns und haben Folgen einer Grundagenda, die an Scrum angelehnt ist. Ja. Okay, Dankeschön. Ich glaube, so langsam kommen wir jetzt auch zu den finalen Folien. Ich glaube, viele Sachen habe ich schon gesagt. Also uns hilft das Vorgehen wahnsinnig in der VUCA-Welt. Es hilft uns, uns permanent anzupassen, die Dinge ja, fühlen sich nicht so herausfordernd an, weil wir sie in kleinere Teile teilen und weil wir immer wieder neu priorisieren, weil wir die Komplexität gemeinsam meistern, weil wir aber eben natürlich auch, das kommt uns zugute, schon ein gewisses Verständnis für agile Vorgehensweisen hatten im Unternehmen durch unsere Softwareentwicklung und es einfach wahnsinnig viel Spaß macht, im Team zusammenzuarbeiten, innovativ, kreativ zu sein. Den Wandel wirklich seitdem eigentlich Normalität für uns ist, weil wir uns ja permanent wandeln, aber in kleineren verdaubaren Schritten, die Mitarbeiter in kleinen verdaubaren Schritten mitnehmen, ganz transparent, wer das möchte. Und wir durch das Vorgehen, es ist ja doch ein stringentes, sehr stringentes, strukturiertes Vorgehen, wir disziplinierter geworden sind, was alles angeht. Und es braucht natürlich aber auch jemanden, der das orchestriert und wie ein Scrum Master in dem agilen Projektteam auch zusammenhält und treibt und führt. Insofern hilft uns das wahnsinnig. Und im Grunde genommen ist das für uns, ich wollte jetzt mal nicht sagen, wir sind ein komplett agiles Unternehmen, aber wir führen agil und steuern agil. Und das hat sich natürlich dann auch so im Laufe der Zeit im Unternehmen ausgebreitet und hat uns wieder nachhaltig erfolgreich gemacht mit all den Erfolgsfaktoren, die ich auch gerade schon angesprochen hatte und die uns ganz evolutionär aus der Krise gebracht haben, aus uns selbst heraus. Also wir haben kein Vorgehen gehabt, was wir jetzt so jetzt kopiert haben in irgendeiner Form, sondern das aus uns heraus entstanden ist und uns sukzessive hat besser werden lassen. Mit dem Punkt, dass erstmal der Wille da sein musste zur Veränderung und den braucht es erstmal bei allen Beteiligten. Ansonsten wird es transparent, wenn es nicht so ist. Und das ist vielleicht nochmal so ein Punkt, der Strategieprozess, wie er jetzt so entstanden ist, ist ein Prozess, der permanent laufen muss. Das ist mit der wichtigste Prozess bei uns im Unternehmen, weil da so viele Sachen, Business Development, neues Portfolio, vertriebliche Dinge, organisatorische Veränderungen, Fähigkeiten aufbauen, große Weiterentwicklungsprogramme, all das fließt in unserem Strategieprozess zusammen und ist der Motor für unsere Veränderung. Und wir haben einmal erlebt, was es bedeutet, den zu unterbrechen. Das war natürlich auch ein Learning und deswegen haben wir das Unendlichzeichen daran. Uns ist der sehr, sehr wichtig und wir achten alle darauf, dass wir, dass er läuft. Und Mitarbeiter, die wollen sich gern beteiligen und den Motor mit am Laufen halten. Und das ist wichtig, das auf mehrere Schultern zu verteilen und darauf werden wir zukünftig mehr achten, auch wenn wir wissen, je größer wir werden, dass das immer herausfordernder wird, aber
wir tun unser Bestes, weil wir wissen, wie gut es uns tut. Das vielleicht jetzt mal so zu den Allgemeinfolien. Und das sind jetzt doch schon dann eine und eine Dreiviertelstunde um. Ja, Silvi, vielen, vielen herzlichen Dank für die wirklich tollen Einblicke. Wir haben ja schon sehr, sehr viele Fragen unterwegs gestellt bekommen und auch schon beantwortet, wie ich denke. Ich habe gerade noch eine, die ich hinterher schieben möchte. Und zwar, dass die Softwareunternehmen haben natürlich in der Regel Kunden, klar, wie alle Unternehmen. Was können Sie zur Kundenfokussierung im Unternehmen erwähnen? Also praktisch, wie sind die Kunden in den Prozess selber mit einbezogen? Also ich sag mal, zum einen, bevor wir gerade jetzt auch ein neues Portfolio-Element aus unserem Technologieradar vielleicht in den nächsten Reifegrad heben, sind Kunden ja auch, also zum einen natürlich unsere Bestandskunden, aber eben auch auf unseren vielen Messen und Konferenzen, wo wir unterwegs sind, wo wir, also in vielen Communities, wo wir viele Vorträge halten zu unseren Erfahrungen, also jetzt nicht, was den Strategieprozess betrifft, sondern eben auch, was unser Kerngeschäft, die Softwareentwicklung angeht und die Lösungen, die wir entwickeln, wo wir Know-how aufgebaut haben, da ist uns sehr stark im Dialog stellen, auf dem generellen Marktumfeld und dann Marktanalysen auch machen, Umfragen, das natürlich in unsere Weiterentwicklung mit einbeziehen als Feedback und mit unseren Bestandskunden auch. Und dann ist es natürlich rein generell im operativen Geschäft so, dass die Kunden, und das ist unser Rollenmodell, es muss der Product Owner eines Produktes was oder eines Softwareproduktes, was wir entwickeln, immer vom Kunden sein, also der, die und ist damit automatisch auch Bestandteil unseres unseres Teams, was Software entwickelt für unsere Kunden. Des erweiterten Teams ist er Bestandteil als Product Owner. Die Rolle liegt nicht bei uns. Insofern ist da die Verzahnung sehr stark hergestellt und da fließt natürlich kontinuierlich in jedem Sprint auch Feedback mit ein. Also da ist eine ganz enge Verzahnung mit unseren Kunden auf der operativen Ebene und natürlich dann, gerade wenn wir neue Themen vorantreiben, wo wir regelmäßig Feedback-Gespräche mit unseren Kunden haben und auch da Feedback zu bestimmten neuen Themen einholen und natürlich auch sehen, wo sind da Bedürfnisse und was sagt uns der Markt generell, was natürlich jetzt für uns wichtig ist, noch viel, viel mehr in diese Synergiekundenmärkte einzusteigen, Medizin, Technik und Industrie, um uns dann noch weiter zu spezialisieren und Domänen-Know-how aufzubauen. Ne? Okay, vielen herzlichen Dank. Wir haben ja den Plan gehabt, noch einen Deep Dive anzuschließen zu den zwei verschiedenen Themen, wo wir mentally abgestimmt haben. Ich habe jetzt mal auf unsere Timebox geschaut und ich glaube, dass wir gut beraten sind, das gleich hier anzuwenden mit der Timebox. Und ich hätte jetzt einfach direkt den Vorschlag gemacht, wir nutzen die verbleibenden 13 Minuten, vielleicht können wir auch ein bisschen länger noch drüber sprechen, über die Themen. Nutzt man wirklich, um Ihre konkreten Fragen jetzt noch stellen zu können, dass wir ein bisschen noch in die Diskussion kommen hier an der Stelle. Und vielleicht sehen wir uns ja in so einem Kontext dann nochmal wieder für einen Deep Dive. Das würde mich persönlich natürlich auch sehr freuen. Und ich denke, jetzt nutzen wir die Zeit. Schalten Sie Mikrofon an und stellen Sie noch live die Fragen. Ja, die 109 Folien sind es in Summe, da ist noch ein bisschen Deep Dive drin. Ja, gerne noch Fragen stellen. Vielleicht mache ich dann den Anfang, was ich mir nämlich vorhin gedacht habe, bei der spannenden Frage, inwieweit man so eine kulturelle Identität in so einem Verschmelzungsprozess in eine andere Organisation mitnehmen kann. Uns beschäftigt seit langem in den Meetings immer wieder die Frage von der Digitalisierung der Kommunikation, also die Frage, das neue Normal in der Kommunikation, seitdem Corona in der Welt ist. Wie geht's euch da? Welche Einflüsse auf eure Kultur seht ihr an der Stelle? Und wie geht ihr vielleicht damit um? Es ist schon schwierig jetzt mit der lang anhaltenden Zeit. Also wir haben versucht, alle unsere Formate, alles, was wir vorher hatten, fortzuführen, auf andere Art und Weise dann, mehr oder weniger virtuell. Aber ich glaube, ein wichtiger Punkt war, es fortzuführen und nie einfach ausfallen zu lassen, weil
weil jetzt die Präsenz nicht mehr möglich ist, sondern auch ein Strategie-Meeting, wie jetzt nächste Woche ist es, jetzt muss ich es noch vorbereiten, 2 Tage komplett virtuell durchzuführen mit 12 Strategieteammitgliedern, regelmäßig sich auch zu diesen Dingen auszutauschen. Wie geht ihr damit um? Was ist euch wichtig? Was können wir virtuell vielleicht auch noch besser machen? Also all die Dinge, die wir vorher gelebt haben, auch weiterzuleben, auch wenn wir uns nie in Präsenz sehen. Ich glaube, das ist wichtig, aber natürlich gibt es da Abstriche. Ich glaube, ja, diese Überlastung, die man zu Hause hat, die spielt natürlich auch eine Rolle. Man will mit Themen schneller fertig werden. Diskutiert man sie dann zu Ende aus? Das ist dann ein wichtiger Punkt für die Moderation, da auch zu spüren, ist da jemand jetzt dabei? Ich habe das Gefühl, viele schalten dann schneller ab und haben halt genügend Ablenkung zu Hause. Das Kind, der andere Bildschirm, da kommen E-Mails, dann geht das Handy an. Das hat man halt in Präsenz nie. Also die Ablenkung ist viel, viel größer. Da gab es ja auch die Regel bei uns, dass wir alle elektronischen Geräte weglegen, auch Laptops. Also im Strategie-Meeting hat da niemand was offen und liest Mails oder bearbeitet Nachrichten. Die Aufmerksamkeit, das ist schwierig hochzuhalten, rein virtuell. Und damit leidet natürlich dann auch die Aufmerksamkeit und sicherlich auch die Ergebnisse. Man muss es noch mehr und intensiver vorbereiten. Aber wir versuchen drüber zu reden und machen uns das transparent, was es da für Herausforderungen gibt. Und für die Mitarbeiter, wir haben so viele Mitarbeiter jetzt in der Zeit geonboardet, die kennen aktuell noch nichts anderes. Also viele gibt es, die kennen die Präsenz-Stand-Ups gar nicht. Für die ist das, was wir jetzt machen, normal. Aber wir tun es und wir machen alle Formate weiter und leben das und reden auch über die Dinge ganz offen. Und versuchen uns zumindest mal dann ab und zu sehen. Auch die Projektteams versuchen Team-Events dann auf eine gewisse Art und Weise in regelmäßigen Abständen alle 2-3 Monate trotz Corona auch zu organisieren, um ja nie zu riskieren, dass das Team weiter auseinander, weil man merkt schon, je länger die Zeit ist, dass man sich nicht sieht, umso mehr Missverständnisse, Interpretationen und Probleme, Herausforderungen treten zutage. So unsere Erfahrung. Also da, das ist ein permanentes Dranarbeiten. Und intensiver noch als vorher. Anstrengend. Frau Löffler, ich habe 2 Fragen. Peter Pöschel, ja? Ich bin bei Georg Krebs mit dabei. Also erstmal vielen Dank, hochspannend. Erste Frage, Sie hatten vorhin gesagt, also agile Teams, sie werden zusammengesetzt, um diesen Strategieprozess voranzutreiben, interdisziplinär, neben der Tagesarbeit. Wie ist das zu verstehen? Also oft ist ja das Thema, was soll ich denn noch alles machen? Was kommt denn jetzt noch alles? Und gleichzeitig habe ich aber eine hohe Motivation gespürt, die Sie vermittelt haben, dass die Mitarbeiter ja da auch den Sinn sehen, die Organisation voranzubringen. Ist das im Rahmen dieses Strategieprozesses beinhaltet, dass Sie das so gut vermitteln? Und wie stellen Sie sicher, dass die Kommunikation, also dass alle Mitarbeiter auch wirklich erreicht werden? Oft spricht man ja von einer Lähmschicht. Alle nicken ab, aber geben es nicht weiter. Sie wissen es, aber der Mitarbeiter bei uns eben an der Linie, wir sind ein produzierendes Unternehmen, da stelle ich dann oft fest, dass wir versuchen, gute Informationen zu geben, aber die bleibt irgendwo in der Organisation stecken. Wie haben Sie das geschafft, so eine Durchdringung zu erreichen und ja, diese Motivation? Also das war natürlich am Anfang eine große Herausforderung, diese strategische Weiterentwicklung parallel zum Tagesgeschäft zu organisieren und zu orchestrieren, zu strukturieren. Das hat ja auch wirklich eine Weile gedauert. Also wir mussten auch, also alle Mitarbeiter, wir lernen, da zu priorisieren und zu fokussieren und dann aber eben auch Freiräume schaffen. Und am Anfang war es noch so, dass die Mitarbeiter uns ganz oft gefragt haben, mache ich jetzt strategische Weiterentwicklung oder mache ich jetzt Projekt, was hat mehr Priorität? Das hat sich dann irgendwann eingespielt. Also wenn wir als Strategieteam zum Beispiel einen Strategiesprint freigeben oder sagen wir jetzt anhand einer strategischen Initiative geben wir für die Initiative
aufgrund einer groben Schätzung 30 PT aufwandfrei und wissen schon grob, wer wird sich beteiligen oder wer hat sich schon angemeldet, sich beteiligen zu wollen von den Mitarbeitern, die da eine gewisse Motivation gespürt haben, eine Leidenschaft und Erfahrung haben. Und die bekommen Konten bei uns im Zeitbuchungssystem eingerichtet, auf welches sie dann buchen können, wenn sie Mitglied der strategischen Initiative sind und sich da freiwillig gemeldet haben. Und damit haben sie ein Konto, worauf sie auch buchen können, wo sie die Aufwände vermerken können, die sie für die Initiative haben. Und natürlich ist das eine permanente Herausforderung, die Balance zwischen operativ und strategisch immer wieder zu entscheiden, was hat Priorität. Und deswegen hat sich aber bei uns dieser 4-Monats-Zyklus so gut etabliert, weil man über die 4 Monate die Arbeit an der strategischen Initiative gut organisieren und planen kann. Und auch wenn man mal eine Woche keine Zeit für die Initiative hat, dann in der nächsten Woche die Aufgaben gemeinsam im Team bearbeitet, beziehungsweise ein Learning ist auch direkt am Anfang des Sprints, sich bestimmte Arbeitstermine schon ganz langfristig gemeinsam für das Team im Kalender einzutragen. Aber am Anfang war es sehr viel Challengen mit dem Vorgesetzten, mit dem Owner der Initiative. Was hat jetzt Priorität? Und ich glaube, das ist dann in Reifegrad in der Organisation, dass das mehr und mehr von den Mitarbeitern auch selbst beurteilt wird und sie die Freiräume auch bekommen und die Eigenverantwortung, das zu tun. Das ist das eine. Das, und dann haben wir zum Beispiel aber auch eine strategische Initiative, auch mal, wenn wir das Gefühl haben, das war mit einer so, dass wir das Ergebnis viel, viel schneller haben wollen, als wir es angedacht hatten, so wie normal 4 Monate jeweils umzusetzen, die Initiative mit geringem Aufwand, also so verteilt über die 4 Monate. Da haben wir dann auch eine Initiative, das kostet natürlich viel Geld, da haben wir ein Turbo angeworfen und haben sozusagen die Mitarbeiter in der Initiative zu 100% aus dem Tagesgeschäft rausgenommen und in der Initiative arbeiten lassen, damit wir das Ergebnis der Initiative schneller und das Thema, was wir da betrieben haben, schneller an den Markt zu bringen, weil wir gemerkt haben, dass das war damals Cloud-Entwicklung, immer mehr Kunden haben Lösungen, Cloud-Entwicklung, also Lösungen für die Cloud nachgefragt. Wir brauchen viel, viel mehr schneller Teams, die Cloud-Entwicklung tun können. Und da haben wir ein Turbo angeworfen und das hat auch super funktioniert. Die haben dann kein anderes, nichts anderes mehr gemacht, sondern die waren zu 100% in der Initiative. Die Möglichkeit gibt es auch, aber es ist immer abhängig von dem, was man wie und wann und wie schnell erreichen möchte. Und das war das Thema Transparenz. Es haben früher viele sich beschwert, dass wir nie informieren, nie kommunizieren. Und gab es viele Miesmacher im Unternehmen, die das ausgenutzt haben, dass wir so intransparent waren im Unternehmen. Die Kaffeeküchengespräche und das Quertreiben an der Tagesordnung. Aber mit dem Transparentmachen, mit dem Board, mit den Stand-ups, mit dem Transparentmachen der Ziele, der Beteiligungsmöglichkeiten, sukzessive waren die Miesmacher auch weg. Die hatten ja keinen Grund mehr, irgendwas mies zu machen, weil wir, unser Credo war dann, dass sich der Mitarbeiter die Informationen holen kann, wenn er möchte. Es ist eher eine Freiwilligkeit gewesen, an den Stand-ups teilzunehmen, die 15 Minuten Zeit zu investieren, um ein Update zu bekommen. Wenn jetzt jemand noch meckert, dann ist er selber schuld. Es ist auch eine gewisse Hohlschuld und nie nur eine Bringschuld von uns. Und natürlich, denke ich, haben wir damit geschafft, operativ, strategisch miteinander zu verzahnen, aber auch diese Lehmschichten, die Sie angesprochen haben, ein Stück weit aufzulösen. Obwohl, ich sag mal, es ist auch immer an den, wir versuchen zu vermitteln, dass es auch an den Mitarbeitern liegt, sich die Informationen zu holen, die sie wollen, die sie brauchen, die ihnen wichtig sind. Wir bieten genügend Formate, wir haben fast jede Woche ein Stand-up, jeden Freitag. Unterschiedlich, es gibt ein All-Hands-Stand-Up, ein All-Hands-Company-Stand-Up, es gibt das Strategie-Stand-Up. Unterschiedlichste Formate und Möglichkeiten, Marktplätze, Austausch, andere Austauschformate. Also da, glaube ich, haben wir genügend geschaffen, um dem entgegenzuwirken. Aber
wie gesagt, die Mitarbeiter, die nur meckern, die sind dann vielleicht auch bei uns falsch unter Umständen, das mal so zu sagen. Vielen Dank. Und ich denke, eine Frage kriegen wir noch unter in der verbleibenden Zeit. Ja, ich hätte noch eine, Herr Grimm. Hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Okay, also ich bin ja ein Fan auch von dem Ansatz von Luhmann. Und Luhmann sieht ja ein Unternehmen als Kommunikationssystem und seine Mitarbeiter als die Umwelt, die sich gegenseitig beeinflussen. Jetzt habe ich Sie ja früher schon mal gehört in dem Zusammenhang und war begeistert, weil Sie eine Methode gefunden haben oder einen Weg gefunden haben, das Kommunikationssystem zu optimieren, also Spielregeln einzuführen, die sozusagen die Ressourcen der Mitarbeiter am besten nutzen. Aber ich höre auch immer und gerade bei der Beantwortung der letzten Frage, es gibt Leute, die motzen und dies und jenes. Das heißt, das sind immer Signale, dass die Herausforderungen, auch in einem solchen offenen System zu funktionieren, die sind ja persönlichkeitsabhängig, dass die häufig nicht geschafft werden. Und mich beschäftigt immer wieder die Frage, wann fangen Unternehmen an, auch diese Seite zu sehen? Das heißt, nicht nur die Potenzialentwicklung zu machen in der Struktur und in den Abläufen, in den Spielregeln, sondern auch den Mitarbeitern die Möglichkeit bieten, ihre Herausforderungen, die sie ja persönlich so erleben, zu bewältigen. Hm. Gibt es da Ansätze bei Ihnen? Naja, also viele, also das ist jetzt ein ganz starkes Thema auch der Führung. Durch dieses Mitarbeiterbild, was wir ja auch gemeinsam mit den Mitarbeitern entwickelt haben, sind ja schon bestimmte Herausforderungen und Anforderungen der Mitarbeiter mit eingeflossen. Und die bearbeiten wir jetzt auch permanent. Das haben wir jetzt auch gestartet, dass wir sozusagen die Führungskräfte der Mitarbeiter priorisiert haben, dass auf dem Mitarbeiterbild, wo sie gerade sehen, dass es Herausforderungen gibt, Probleme gibt, all diese ganzen Dinge und gemeinsam haben wir jetzt versucht, auch in zwei Arbeitsgruppen, zwei Themen, die priorisiert waren, das ist auch das Thema ständiges Lernen, das ist auch so eine Unternehmenskultur des ständigen Lernens zu schaffen. Ein wichtiges Thema für die Mitarbeiter, dass die mehr Freiräume für Weiterentwicklung und Weiterbildung haben. Und da ist jetzt die Empfehlung gekommen aus dem Gruppenleiter, aus der Gruppenleiter-Arbeitsgruppe, daraus eine strategische Initiative zu machen an das Strategieteam, was wir jetzt auch besprechen werden. Und dann ist das ein Punkt, wo sich auch, also was wirklich bottom-up als Herausforderung hochgekommen ist, eine strategische Initiative daraus zu machen. Und die Führungskräfte können jetzt sagen, guckt mal hier, das war euer Bedürfnis, eure Herausforderung, die haben wir adressiert, jetzt sorgt durch Beteiligung bei der strategischen Initiative mit, dass das Thema bearbeitet wird und bringt euch gerne ein. Ihr könnt jetzt eure Anforderungen selber mit umsetzen und eure Herausforderungen. Also da jetzt auch bottom-up, also früher muss man wirklich sagen, sind viele Initiativenideen halt vom Strategieteam gekommen und sukzessive kommen die Ideen für neue strategische Initiativen halt jetzt durch die Mitarbeiter, durch dieses Mitarbeiterbild und durch entsprechende, engere Verzahnung jetzt auch mit den Führungsebenen und dadurch, dass wir mitbekommen, was treibt die Mitarbeiter um. Und sie können das jetzt aktiv mit umsetzen, was sie sich wünschen und vorstellen fürs Unternehmen. Also wo das hin, also ich weiß es nicht, aber das sind so ist eine Möglichkeit, wie wir das jetzt tun. Ich glaube, da gibt es noch viele weitere mehr. Also da auch Sie in die Pflicht mitzunehmen, auch daran mitzuwirken und natürlich erstmal mitzubekommen, dass es da Herausforderungen gibt. Ja, aber mir fällt es auf, dass es auch wieder der Fokus ist über das Kommunikationssystem. Ihr könnt kommunizieren und dies oder jenes. Aber ich finde, eine Möglichkeit, mehr noch von dem Potenzial zu nutzen, was Menschen eigentlich haben, das ist ja, dass sie
selber sehen, wo sie ihre Engpässe haben. Und ich habe in meiner Arbeit, die ich ja auch schon jahrzehntelang mache, immer wieder festgestellt, dass das, was die Leute als fast eine Überforderung oder einfach als Engpass sehen, wo sie nicht weiterkommen, dort liegt eigentlich auch gleichzeitig der Schlüssel für die Weiterentwicklung. Und häufig sind die Leute eben nicht in der Lage, das zu formulieren, sondern man könnte ihnen helfen, dabei zu erkennen, wie sie eigentlich überhaupt diese Blockade oder Engpass erzeugen. Ja, weil alles, so wie sie die Strategien voranbringen, so ist es für einen Menschen auch. Der hat auch seine Strategien, aber die liegen fest in seiner Persönlichkeit und er merkt aber gar nicht, wo er steht. Sie haben viel gemacht in dem, wo stehen wir denn und wo wollen wir hin? Und für mich fehlt immer diese Komponente. Und ich denke, es wäre vorteilhaft für Unternehmen, beide Seiten immer parallel weiterzubringen. Sicherlich, aber ich glaube, da kommt dem der Führungskraft auch eine große Verantwortung. Ja, das sind die Ersten. Ja, die, genau, und die muss man sagen, erstmal befähigen, das tun zu können. Ich glaube, da haben wir... Sie müssen erst mal merken, dass sie damit ein Problem haben, ja, vielleicht. Ja. Ja, auf jeden Fall. Okay, also es ist bewusst, aber noch nicht so auf dem Weg. Ja, also mit den Führungskräften, die jetzt viel, viel mehr zu befähigen, diese Dinge zu erkennen oder auch so ein intensives Lerncoaching mit ihren Mitarbeitern zu organisieren, noch stärker da auch diese Dinge erkennen zu können. Aber da, ich glaube, da sind wir noch an der Stelle, wo wir unsere Führungskräfte noch mehr befähigen müssen. Also okay. Ich glaube, das ist... Ja, das ist eher so wirklich diese evolutionäre Sache, dass diese Herausforderung hatten wir jetzt noch nicht so stark, aber je größer man wird, umso größer wird auch das, ja. Und deswegen immer sich dann um die Dinge zu kümmern, die dann wichtig sind. Aber absolute Zustimmung, aber okay. Da wird jetzt mehr und mehr auch der Fokus drauf gelegt. Das haben wir jetzt gerade schon gestartet. Ja, schönen Dank. Ja. Herr Branke, noch mal Frage von meiner Seite. Würden Sie das in ein Führungsgespräch reinnehmen? Weil ein Führungsgespräch in diesem Umfeld gestaltet sich ja komplett anders, als das in dem traditionellen Umfang ist. Also es ist erstmal so, dass alles, was wir uns wünschen, was sich verändern würde und wo man sagen will, da muss man dafür schauen, dass das geht. Man muss erstmal eine Standortbestimmung machen können. Und was meine persönliche Erfahrung ist, das Aha-Erlebnis, wenn jemand merkt, dass er an seinem Problem, an dem er ansteht, selber beteiligt ist. Und wenn er als erstes den Zusammenhang versteht, dann kommt auch wieder die Motivation, da will ich was ändern, da will ich weiterkommen und nicht so nach dem, da ist ein äußerer Druck da, auf den muss ich reagieren, mit dem muss ich fertig werden. Und deshalb ist es bei den Führungskräften genauso wichtig, dass sie erstmal ihr eigenes Führungsverhalten reflektieren und merken, wo sie anstehen. Und wenn sie das verändert haben, dann sind sie auch in der Lage, sie können ja das an ihre Mitarbeiter weitergeben oder sie coachen, was sie für sich selber gelöst haben. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Ihre Frage... Das ist interessant. Sollten wir noch mal extra darüber reden, weil ich im Moment gerade dabei bin, so ein Thema, wie führe ich solche Organisationen, die also Scrum-mäßig und sogar OKR und diese Dinge haben. Da wird das ganz gut reinpassen. Telefonieren wir nochmal. Okay, gut. Genau, ich greife den Ball auf, weil ich habe vorhin schon das Thema Timebox ja genannt. Jetzt sind wir 8 Minuten schon über der Zeit. Und ich möchte einfach so ein paar Kommentare aus dem Chat gerne weitergeben, Silvi, für den wirklich mich bedanken letzten Endes und im Namen aller Teilnehmer bedanken für den wirklich ehrlichen, offenen, glaubhaften, inspirierenden Abend heute. Vielen herzlichen Dank. Ein letzter Hinweis noch, im Mentimeter können Sie auch eingeben, weil welche Themen Sie zukünftig interessieren, wo wir hier vielleicht mal die ein oder andere Veranstaltung für Sie gerne noch organisieren. Ja, und in diesem Sinne wirklich herzlichen Dank an dich, Silvi Löffler, für den wirklich ganz, ganz tollen Abend. Und ich hoffe, wir sehen uns in dem Rahmen sehr bald wieder. Dann vielen Dank. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank an alle. Ein großes Kompliment an unsere Referentin. Selten so spannend und so offen und so ehrlich, so erfrischend. Vielen Dank, Frau. Dankeschön. Da werde ich heute gut schlafen. Toll anschließen. Dankeschön. Machen Sie es gut. Schönen Abend noch. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao.